Der nächste Etat, der jetzt hier beraten wird, ist der des Bundesbildungsministeriums. Bundesbildungsministeriums. Die Ministerin Anja Karliczek ist relativ neu im Amt, wird jetzt gleich in ihre erste Haushaltsberatung hier beziehungsweise in die zweite und dritte Lesung dieser Beratung eintreten. Sie hat einen relativ großen Haushalt zu verantworten mit mehr als 17,5 Milliarden. Das Geld, die Mittel für die Forschung in Deutschland anwachsen, ist Politik der verschiedenen Regierungen von Angela Merkel. Das war immer eins der Ziele. Das geht auch jetzt weiter. Erster Redner in dieser Aussprache ist Götz Frömming für die AfD-Fraktion, deren bildungspolitischer Sprecher er ist. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Karliczek, Sie haben nach eigener Aussage in Ihrem früheren beruflichen Leben wenig mit dem Thema Bildung und Forschung zu tun gehabt. Das kann und will ich Ihnen persönlich nicht zum Vorwurf machen, aber der Kanzlerin, die Sie ausgesucht hat, schon. Meine Damen und Herren, gesucht war offenbar kein Mann bzw. keine Frau vom Fach, kein Macher, kein Visionär, sondern jemand, der das Vorgefundene einfach verwaltet, das Süppchen weiterkocht und nichts anbrennen lässt. Mit Verlaub, Frau Ministerin, das ist in der derzeitigen Lage zu wenig, viel zu wenig. Rund 17 Milliarden Euro sind im vorliegenden Haushaltsgesetz für Bildung und Forschung vorgesehen, etwa genauso viel wie im letzten Haushalt. Genau 17,4 Milliarden Euro verteilen sich auf insgesamt 22.000 Einzelprojekte, die Ihr Haus, Frau Ministerin, mit Steuermitteln am Leben hält. 22.000 Projekte. Haben Sie dann noch den Überblick, wie viele dieser Projekte könnten Sie aufzählen? Welche sind wirklich sinnvoll? Wusste ich, dass die Frage kommt. Ich bin noch nicht Minister. Wo kann, wo sollte, wo muss gekürzt werden, weil die Projekte nichts bringen? Weil sie eine reine Klientelbefriedigung sind. Und wo auf der anderen Seite der Medaille, wo sollten wir dringend die Forderung erhöhen, um unsere Bildungs- und Forschungslandschaft zukunftsfähig zu machen? Es tut mir leid, ein klares Konzept lässt der vorliegende Entwurf nicht erkennen. Sie schütten, wie schon Ihre Vorgängerin, das Geld der Steuerzahler mit der Gießkanne aus und wissen offenbar selbst nicht so genau, ob da anschließend Blumen blühen oder Unkraut wächst. Die AfD-Fraktion hat über ein Dutzend konstruktive Änderungsanträge zum Einzelplan 30 eingebracht, bei denen sich Erhöhungen und Senkungen in etwa ausgleichen. Wir fordern zum Beispiel mehr Unterstützung für die Sicherheitsforschung, mehr für die Forschung an Fachhochschulen, mehr für die Erforschung des Tiefseebergbaus, mehr für das Deutschlandstipendium und weniger für die Förderungswerke der Parteistiftungen, um nur einige unserer Vorschläge aufzuzählen. Streichen wollen wir bei ideologisch überfrachteten oder zweckentfremdeten Projekten im Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften. Unter dem Titel Fortentwicklung des Bologna-Prozesses verbergen sich zum Beispiel Fördermittel für linke Studenteninitiativen, die sich um Flüchtlinge an den Universitäten kümmern sollen. Statt unsere Universitäten zu Leuchttürmen von Bildung und Forschung zu machen und die Studenten zum Lernen anzuhalten, verwandeln sie die Hochschulen nach und nach in ein Zwischending aus Sozialamt und Jobcenter für Flüchtlinge, deren Aufenthaltsstatus und Bleibeperspektive obendrein ungeklärt ist, Frau Ministerin. Parallel zu dieser Entwicklung machen die klugen Köpfe inzwischen einen Bogen um Deutschland oder wandern ab, um an den Top-Universitäten in der Schweiz, in England oder in den USA Karriere zu machen. Deutsche Start-ups, zum Beispiel aus dem Bereich der Biotechnologie, bekommen mit Hilfe von darauf spezialisierten Konsortien eher in den USA eine öffentliche Förderung als in Deutschland oder von der EU. Warum ist das so? Weil es bei uns immer noch viel zu kompliziert ist und zu lange dauert. Ändern Sie das, Frau Ministerin. Wenn wir hier und in anderen Bereichen nicht schleunigst gegensteuern, wird Deutschland nach dem verpassten Anschluss
an die digitale Revolution auch in dieser Zukunftstechnologie nur noch die Brotkrümel einsammeln können, die andere für uns liegen lassen. Statt zukunftsfähige Branchen fördern Sie mit deutschem Steuergeld den Betrieb und weiteren Aufbau, das wusste ich vorher gar nicht, einer türkisch-deutschen Universität mitten in Istanbul, die dem türkischen Hochschulrecht untersteht und an der die Dozenten nach dem Gutdünken Erdogans eingestellt und bei missliebigem Verhalten, wie es bereits geschehen ist, wieder entlassen werden. Was hat das, meine Damen und Herren, mit der von Ihnen immer mit Blick auf Trump viel beschworenen Wissenschaftsfreiheit zu tun? Stoppen Sie diese Förderung, stoppen Sie dieses Prestigeprojekt für Erdogan, streichen Sie es aus dem Haushalt. In diesem Zusammenhang freue ich mich, dass die Haushälter zumindest auf eine AfD-Forderung im Rahmen der Haushaltsdebatte eingegangen sind, die Erhöhung des Haushaltstitels Forschung an Fachhochschulen. Das war uns wichtig, denn das Programm trägt dazu bei, die Fachhochschulen als Hochschulen für angewandte Wissenschaften besser in das deutsche Hochschul- und Wissenschaftssystem zu integrieren und für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschlands nutzbar zu machen. Meine Damen und Herren, es ist an der Zeit, gemeinsam mit der Wissenschaft und der Wirtschaft, damit haben Sie links hier im Haus ja ein Problem, jene strategischen Weichenstellungen zu definieren, die auf Deutschlands Zukunftsfähigkeit ausgerichtet sind. Ein erster wirksamer Schritt wäre die Einführung der steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung. Vollmundig angekündigt, soll dieses Projekt jetzt wohl wieder auf der Strecke bleiben. Deutschland braucht eine in sich schlüssige Innovationsstrategie zur Bestimmung und Besetzung von Führungsmärkten im Gesundheitswesen, im Maschinenbau, der Energiewirtschaft, IT-Branche und in der Umweltbiotechnologie. Höchsttechnologien und damit verbundene Innovationen auf diesen Gebieten versprechen neben wissensintensiven Dienstleistungen die größten Wachstumsperspektiven und sozialen Frieden für unser Land. Dazu, meine Damen und Herren, reichen wir als AfD gerne die Hand. Den vorliegenden Haushaltsentwurf lehnen wir ab. Vielen Dank. Götz Fromming war das für die AfD-Fraktion, der hier skizziert hat, wie und wo seine Fraktion diese Mittel besser ausgeben wollte oder lieber ausgeben wollte. Nach ihm jetzt Kerstin Radomski für die Unionsfraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn wir heute über den Einzelplan Bildung und Forschung debattieren, dann sprechen wir aus meiner Sicht über den wichtigsten Etat für die Zukunft unseres Landes. Denn wir leben in einer Zeit, in der unser Leben sich dramatisch verändert. Wie unser Leben in 20 oder 30 oder in 10 Jahren aussehen wird, können wir zum Teil nur in Ansätzen uns vorstellen. Ja, wir diskutieren heute schon viel über künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos, die Macht von Algorithmen, den Klimawandel, die Bio- und Gentechnik. Wir sehen Chancen, wir sehen Herausforderungen und wir sehen auch manche Unwägbarkeit. Aufhalten lassen sich viele dieser Entwicklungen nicht mehr, aber wir können Einfluss auf sie nehmen. Wenn wir auch nicht vorhersehen können, wie diese Themen und noch vieles mehr unseren Alltag neu definieren werden, so wissen wir eines: Der entscheidende Faktor, ob unser Land weiterhin zur Weltspitze der führenden Industrienation gehört, ist der Bereich Bildung und Forschung. Denn eines wollen wir nicht, dass die Zukunft von uns vor allem im Silicon Valley oder in China bestimmt wird. In keiner Phase seit der industriellen Revolution kam es mehr darauf an, was ein Land seinen Schülern, Auszubildenden und Studenten mit auf den Weg gibt, wie sie ihren Bildungsweg gestalten und sie befähigt werden und stark gemacht werden für hervorragende Leistungen auf diesem. Anders als in vielen Ländern ist die Frage von guter Bildung in Deutschland nicht ein Thema für eine kleine Elite, sondern wir können hier stolz auf öffentliche Bildungseinrichtungen in der Breite sein. Über 90% der Schülerinnen und Schüler besuchen eine Schule in öffentlicher Trägerschaft. Fast die Hälfte aller Schüler erwirbt inzwischen die allgemeine Hochschulreife. Ergänzende Hilfen auf dem Bildungsweg geben wir als Bund mit BAföG und Stipendien. Deutschland verfügt über verhältnismäßig wenig Rohstoffe, weshalb es seit jeher umso mehr auf das Wissen und Können seiner Bürgerinnen und Bürger ankommt. In unserem Land der Dichter und Denker ist daher der Bereich Bildung und Forschung seit Generationen Antriebsmotor für Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze und Wohlstand.
Dahinter steckt der Erfindergeist der Pioniere von Karl Benz bis Robert Koch, der vielen deutschen Nobelpreisträger und ebenso der Tüftler in mittelständischen Betrieben. Und so gewährleistet gute Bildung und Forschung auch in Zukunft, dass die deutsche Wirtschaft und die Beschäftigten weiterhin vorne mitspielen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür brauchen wir aber nicht nur gut ausgebildete Entwickler, sondern ebenso hochqualifizierte Facharbeiter. Deshalb bin ich unserer neuen Bildungsministerin Anja Karliczek dankbar, dass sie offensiv auch die nicht-akademische Bildung und berufsbegleitende Qualifizierung stärken will. Um die Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung mit dem Studium zu unterstreichen, sollen Auszubildende die Möglichkeit haben, einen Teil ihrer Ausbildung im Ausland zu absolvieren und dort wichtige Erfahrungen zu machen. Aus diesem Grund unterstützen wir im parlamentarischen Verfahren, lieber Sven Schulz, eine Anschubfinanzierung für das Austauschprogramm Berufliche Bildung für Auszubildende. Ein weiteres Beispiel. Neu hinzu kommt das Austauschprogramm für FH-Studierende des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. In den nächsten Jahren wollen wir unsere Fachhochschulen stärker internationalisieren. Ja. Bislang sind FH-Masterstudierende mit 36% weniger mobil als Uni-Masterstudierende mit 54%. Auch sollen die FHs wie die Universitäten in der Lage sein, Forschungspartnerschaften mit ausländischen Partnern zu knüpfen. Die spezifischen Stärken der FHs, also zum Beispiel die gute Vernetzung mit der Wirtschaft, sind international gefragt und sollen somit in den Fokus rücken. Meine Damen und Herren, blicken wir auf den Bereich Forschung. Fachhochschulen nehmen einen besonderen Platz im deutschen Bildungssystem ein. In den Beratungen zum Bundeshaushalt 2018 haben wir uns für eine Erhöhung des Ansatzes für Forschung an den Fachhochschulen stark gemacht. Auch da danke ich dem Kollegen Sven Schulz für die gute Zusammenarbeit. Ich möchte ein weiteres Beispiel der IT-Sicherheit nennen. In diesem Jahr wurde das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken gegründet. Mit der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft rückt die IT-Sicherheit in einen stärkeren Fokus. Viele unserer Smart-Home-Geräte aus unserem Alltag können für Internetattacken missbraucht werden. Der Bund unterstützt daher die Forschung in die Cybersicherheit. Ein letztes Beispiel, das mir persönlich besonders wichtig ist. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, haben wir im parlamentarischen Verfahren 500.000 Euro für die Kinder- und Jugendgesundheit zur Verfügung gestellt. Der Bund finanziert Pilotprojekte in diesem Bereich. Wissenschaftler sollen die Ursachen von Zivilisationskrankheiten, die Kinder und Jugendliche betreffen, erforschen und nach deren Ursachen suchen. Die Forschungsergebnisse werden uns helfen, die besten Methoden zu entwickeln, damit wir präventiv gegen diese Krankheiten vorgehen können. Meine Damen und Herren, der Einzelplan 30 beinhaltet Ausgaben in Höhe von 17,6 Milliarden Euro. Das ist viel Geld. Bevor die CDU-CSU-Fraktion in die Regierungsverantwortung kam, waren es jährlich 10 Milliarden weniger. Vor allen Dingen ist es aber auch eine Leistung, dass diese Summe in einem Haushalt erreicht wird, der erneut ohne neuen Schulden auskommt. Und darauf können wir als Koalition wirklich stolz sein. Da müsste die SPD jetzt auch klatschen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das ist ein gutes und wichtiges Zeichen für die Zukunft unseres Landes und für die Menschen, die die Zukunft gestalten werden. Vielen Dank. Ein wachsender Forschungshaushalt, obwohl insgesamt keine neuen Schulden gemacht werden. Kerstin Radomski war das für die Unionsfraktion. Nach ihr jetzt Christoph Meyer für die FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Spiegel titelt diese Woche: Es war einmal ein starkes Land. Man muss sich diesem Fatalismus, der in diesem Titel mitspringt, vielleicht nicht unbedingt anschließen. Allerdings dennoch glaube ich, sollten wir die Debatten, die dahinter stehen, als eine Art Weckruf begreifen, gerade im Bereich Bildung, Forschung. Es darf nicht weiter verwaltet werden, es muss endlich regiert werden. Und der Etat, den wir mit dem Einzelplan 30 heute beraten, ist nach unserer Auffassung genau Sinnbild
dass keine klare Schwerpunktsetzung hier zu sehen ist. Er ist uninspiriert. Es geht nein, weiter so. Man feiert sich in der Tat dafür, dass wir einen Mittelaufwuchs in den letzten 10 Jahren hier zu verzeichnen haben. Allerdings, was fehlt, ist eine Schwerpunktsetzung. Die Zukunftsthemen, über die diskutiert wird, in der Tat, werden vom Ministerium nicht angegangen. Künstliche Intelligenz, ein Lehrtitel, Blockchain, allgemein der Bereich Digitalisierung, der ganze Bereich Wissenstransfer. Alle Bereiche, die wir benötigen, um zukünftig unsere Chance zu bewahren, Wohlstand, Freiheit hier in diesem Teil der Welt gegenüber anderen Boomregionen zu bewahren, wird verschlafen. Mutige Investitionen in smarte Ideen, da herrscht bei der Großen Koalition großes Schweigen. Und Frau Ministerin Kalitschek, Sie sind neu im Amt. Wenn diese Trendwende nicht im Jahr 2018 geschehen können, weil wir ein Rumpfhaushaltsjahr hatten, dann erwarten wir dies doch im Jahr 2019 und den fortfolgenden Jahren, dass Sie hier deutlich mehr Zeichen setzen, diesen Etat gegebenenfalls mit einer vernünftigen Schwerpunktsetzung auszustatten. Unabhängig von diesen großen Linien gibt es viele einzelne Baustellen. Das Projekt FAIR zum Beispiel ist verzögert. Frage Kostenentwicklung, Stilllegung, Rückbau kerntechnischer Versuchsanlagen. Wir haben eine Debatte darüber zu führen, wie es weitergeht mit Bereichen, die gegebenenfalls eine Doppelführung oder eine Doppelförderung oder eine nicht richtige Abstimmung im Bereich Umweltwissenschaften, im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Sozialwissenschaften betreffen. Hier brauchen wir Transparenz zu Beginn des Haushaltsverfahrens und nicht im Laufe des Haushaltsverfahrens in den Haushaltsdebatten. Ein weiteres Feld sind ebenfalls die Selbstbewirtschaftungsmittel. 1,2 Milliarden Euro mittlerweile. Wir stehen als FDP zur Wissenschafts- und Forschungsfreiheit. Und wir wollen nicht, dass Forschungseinrichtungen in Jahresetats und Budgets denken müssen. Dennoch sind Selbstbewirtschaftungsmittel am Ende des Tages Steuermittel. Und auch hier gilt ein Effizienzerfordernis. Und auch hier gilt die Notwendigkeit, kritisch zu evaluieren. Und auch das müssen Sie, Frau Kalitschek, in den nächsten Monaten zeigen, dass Sie hier zu einem geregelten Mittelabfluss kommen. Und das animieren, fördern, weil am Ende des Tages ist auch das eine Frage von Haushaltsklarheit und Wahrheit. Wir haben im Haushaltsjahr 2019 sicherlich die Debatte über den Digitalpakt Schule, auch wenn Ihr Ressort quasi nur inhaltlich dafür verantwortlich sein wird, dass Geld offensichtlich woanders etatisiert werden wird. Wir haben uns als FDP immer dafür stark gemacht, dass wir eine umfassende Abschaffung des Kooperationsverbots erstreben wollen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Große Koalition sich hier auf einen Minimalkonsens nur hat einigen können. Wir gehen aber schon davon aus, dass Sie dann dafür Sorge tragen müssen, dass alle Schulen gleiche Chancen haben, um von diesen Mitteln zu profitieren. Wir brauchen, und das sage ich als Abgeordneter aus einem Bundesland mit einer schwächeren Verwaltungsstruktur, Startchancengerechtigkeit zu Beginn des Verfahrens. Wenn starke Bundesländer jetzt schon ihre Programme schreiben, um das Geld an die Schulen zu bringen, dann ist das sehr lobenswert. Ihre Aufgabe muss es aber sein, hier auch für Startchancengerechtigkeit für die Bildungsträger zu sorgen, welche diese Vorteile nicht besitzen. Zum Ende möchte ich mich beim Ministerium, aber auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen Berichterstattern für die angenehmen und konstruktiven Beratungen bedanken, möchte hier aber, weil die Kollegin Vorrednerin darauf hingewiesen hat, dass in der Tat in den Haushaltsberatungen einige Aufwüchse oder Änderungen zu verzeichnen waren. Die höchste Änderung, die in den Haushaltsberatungen von Ihnen mit der Parlamentsmehrheit von Union und SPD durchgebracht wurden, waren 30 Millionen Euro für eine Gebäudesanierung. Das ist etwas wenig, glaube ich. Ich würde mir wünschen, dass das Parlament hier, dass die Regierungsmehrheit hier vielleicht selbstbewusster dann auch den Finger in die Wunde legt und hier zu Umgestaltungen kommt. Wir haben als Freie Demokraten umfangreiche Umschichtungen vorgeschlagen, hin zu mehr Digitalisierung, zu mehr Innovation, zu mehr Forschung. Sie sind in den Beratungen uns nicht gefolgt bei diesen Vorschlägen. Deswegen werden wir heute den Einzelplan auch ablehnen und Ihnen nicht folgen. Ich danke Ihnen. So geht es. Die Koalition ist der FDP nicht gefolgt bei den Änderungsvorschlägen. Die FDP wird entsprechend nicht zustimmen diesem Etat. Nächster Redner ist Sven Schulz für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren!
So eine Haushaltsberatung ist ziemlich intensiv für die Abgeordneten, aber natürlich auch und vielleicht ganz besonders für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundestag und in den Ministerien. Ich bedanke mich mal bei allen Beteiligten ganz herzlich für den Einsatz und die gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Und besonders möchte ich mich bei meiner Kollegin Kerstin Radomski bedanken für das gute und vertrauensvolle Teamwork in der Koalition. Herzlichen Dank. Im Ergebnis der parlamentarischen Beratung haben wir den Haushaltsplan 2018, ich wusste ja richtig rot. Also haben wir den Haushaltsplan 2018 an einigen Stellen verändert. Dazu muss man wissen, der Regierungsentwurf war schon sehr gut und es bleibt ja gar nicht mehr viel Zeit, im laufenden Jahr neue Akzente sinnvoll zu administrieren. Vor diesem Hintergrund sind wir mit Augenmaß vorgegangen. Wir wollen Maßnahmen anstoßen, anfinanzieren, was dann in den Folgejahren noch stärker zur Geltung kommen soll. Im Wesentlichen vier Punkte haben wir gemacht und einen großen Bonusknaller. Der Reihe nach, ganz kurz, der knappen Zeit wegen, und Frau Radomski ist ja schon auf einiges eingegangen. Erstens die Begabtenförderung. Die ist uns wichtig. Wir ermöglichen dem Ministerium die stärkere Umschichtung nicht verbrauchter Mittel. Uns geht es darum, dass wer eine hohe Begabung hat, unterstützt wird und dass alle eine faire Chance haben, diese Unterstützung dann tatsächlich auch zu erhalten. Begabtenförderung darf ausdrücklich nicht von der familiären Herkunft abhängen. Zweiter Punkt, Auslandsmobilität. Fremdsprachen, Internationalität, Auslandserfahrung, das ist von herausragender Bedeutung für die Einzelnen, aber eben auch insgesamt für die Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Wir haben uns angeschaut, wie es um die Auslandsmobilität in den verschiedenen Bereichen steht. Das Ergebnis ist, es gibt insbesondere bei Fachhochschülern und bei Auszubildenden Nachholbedarf. Für beide Zielgruppen stocken wir den Etat auf als Anfinanzierung entsprechender Programme und stärken somit die Aktivitäten des Bundesministeriums. Wir sehen, dass die USA und auch andere Staaten den Austausch inzwischen erschweren. Darum sagen wir jetzt erst recht. Wir legen eine Schippe obendrauf. Und wir kümmern uns dabei gezielt um jene, die von Haus aus nicht das Geld haben, denen die Flugtickets in die USA oder nach China gewissermaßen nicht in die Wiege gelegt wurden. Wir wollen auch in diesem Bereich der Auslandsmobilität soziale Gerechtigkeit, Kolleginnen und Kollegen. Dritter Schwerpunkt. Forschung an Fachhochschulen ist bereits angesprochen worden. Uns ist schon in den letzten Jahren immer besonders wichtig gewesen, die angewandte Forschung zu unterstützen. Wir wissen um die Leistungen und die große Bedeutung der Fachhochschulen für die regionale Wirtschaft, aber auch darüber hinaus, um ihre Attraktivität. Darum wollen wir einen weiteren Mittelaufwuchs auch in den nächsten Jahren. Wir senden das klare Signal an die Fachhochschulen. Sie sind uns wichtig und wir unterstützen sie, Kolleginnen und Kollegen. Vierter Schwerpunkt, Forschung für Kinder- und Jugendgesundheit. Das ist natürlich eine besondere Herzensangelegenheit. Was ist wichtiger, als dazu beizutragen, dass Kinder und Jugendliche gesund aufwachsen? Und schließlich, Kolleginnen und Kollegen, der versprochene Bonusknaller, obwohl er haushaltstechnisch gar nicht im Einzelplan Bildung und Forschung, sondern bei der allgemeinen Finanzverwaltung zu finden ist. Wir haben auf Vorschlag des Bundesfinanzministers Olaf Scholz 2,4 Milliarden Euro in einen Digitalfonds getan. Damit kann auch der Digitalpakt Schule begonnen werden. Endlich, Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte es bei der ersten Lesung des Haushaltsplans bereits gesagt, was bei Wanka und Schäuble nur Ankündigungen waren, bekommt nun Substanz. Olaf Scholz und der Haushaltsausschuss haben Butter bei die Fische getan. Jetzt ist es an Ihnen, Frau Ministerin, den Pakt unter Dach und Fach zu bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Haushaltsplan 2019 wird sicher noch ein Stückchen spannender, auch in der parlamentarischen Beratung, weil wir dort dann das gesamte Jahr vor uns haben und weil wir Tempo machen wollen bei der Umsetzung der Vorhaben, die wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen haben. Das betrifft etwa den angesprochenen Digitalpakt Schule, aber auch die gesonderte Unterstützung von Schulen in sozialen Brennpunkten oder die Alphabetisierung und Grundbildung. Wir kümmern uns um die Nobelpreisträger, aber eben auch um alle anderen, die Bildung wollen und benötigen. Das ist unser Grundsatz, Kolleginnen und Kollegen.
Und wir haben auch bei der Forschung einen umfassenden Ansatz. Wir fördern Hochtechnologie und gucken uns eben auch ihre Auswirkungen auf Arbeit und Gesellschaft an. Da sind dann etwa die Sicherheitstechnologie oder die Robotik ebenso wichtig wie die Geistes- und Sozialwissenschaften, die Produktionsforschung und die Orchideenfächer. Das ist eine tolle Herausforderung, ein spannendes Feld, die der Mühe der Haushaltsberatung lohnt. Ich freue mich schon auf den Haushalt 2019 und die Beratungen. Lassen Sie mich die verbliebene Restzeit für einen Werbeblock verwenden, Kolleginnen und Kollegen. Ein Werbeblock nicht für meine Partei, sondern für ein Thema, das erstmal nichts mit dem Bundeshaushalt zu tun hat, aber eben besonders wichtig ist, nämlich die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Bildung. Wir haben im Koalitionsvertrag eine Grundgesetzänderung zur Streichung des Kooperationsverbotes vereinbart. Das ist eine wesentliche Weichenstellung. Es geht darum, alle Kräfte zusammenzunehmen und gemeinsam die Schulen zu verbessern. Diese Grundgesetzänderung braucht natürlich Zustimmung über die Koalition von CDU, CSU und SPD hinaus im Bundestag und Bundesrat. Ich werbe dafür. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen, damit wir die unsinnige Einschränkung, ja die Fesselung des Bundes endlich beenden. Herzlichen Dank. Soweit Sven Schulz für die SPD. Nach ihm jetzt Gesine Lötsch, die haushaltspolitische Sprecherin der Linken. Nächste Rednerin Dr. Gesine Lötsch für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist ja nun der letzte Einzelplan vor der Schlussrunde, den wir besprechen. Und darum finde ich es auch richtig, diesen Einzelplan in Zusammenhang zu stellen zu anderen Einzelplänen. Und ich erkenne da eine klare Botschaft. Das Verteidigungsministerium bekommt 1,5 Milliarden Euro mehr. Das Budget für Bildung, Wissenschaft und Forschung stagniert. Es beträgt weniger als die Hälfte des Militärhaushaltes. Und ich finde, dieser Weg führt zu einer weiteren Militarisierung aller Konflikte. Wir, die Linke, wir wollen die Verhältnisse umdrehen. Weniger Geld für Kriege, mehr Geld für die Bildung unserer Kinder, mehr Geld für das lebenslange Lernen. Ich will auch an ein Versprechen der Kanzlerin erinnern. Sie hat im Jahr 2008 gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder versprochen, dass 10% des Bruttoinlandsproduktes für Bildung und Forschung von Bund und Ländern einzusetzen sind. Jetzt sind es 9%. Aber dieses 1% entspricht immerhin 31,3 Milliarden Euro. Und ich finde, dieses Geld könnten wir an Kitas, Schulen und Universitäten dringend gebrauchen, meine Damen und Herren. Im Koalitionsvertrag steht, dass Sie für das Chancenland Deutschland mehr Mittel mobilisieren wollen. Wie es mit den unterschiedlichen Chancen unserer Kinder aussieht, beschreibt der Bildungsbericht 2018. Die Bildungsherkunft ist nach wie vor entscheidend für die Beteiligung an der Hochschulbildung. Von den Jugendlichen aus der größten Bevölkerungsgruppe, den Familien, in denen die Eltern über eine berufliche Ausbildung verfügen, gelangt nur ein Viertel der Jugendlichen an eine Hochschule. Bei Jugendlichen aus Familien, in denen ein Elternteil oder beide einen Hochschulabschluss haben, liegt dieser Anteil mehr als dreimal so hoch bei 79%. Ich sage, gerecht geht anders, meine Damen und Herren. Nun hat ja der Deutsche Bundestag Mittel zur Verfügung gestellt oder wird dann beschlossen nachher zur Gründung eines Institutes für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und Ihr Ministerium, Frau Karliczek, schreibt dazu, Anlass, ich zitiere, sind aktuelle Entwicklungen, die darauf schließen lassen, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die das bestehende politische System nicht mehr unterstützen, die sich an den Rand gedrängt fühlen, beziehungsweise zur parlamentarischen Demokratie und ihren Repräsentanten auf Distanz gehen, Zitat Ende. Ich sage Ihnen, die Zahlen zur sozialen Spaltung, die können wir doch aus dem Bildungsbericht deutlich ablesen. Die Menschen fühlen sich nicht an den Rand gedrängt, sie sind an den Rand gedrängt und hier ist Veränderung dringend notwendig. Wir brauchen also mehr Geld und mehr Personal für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Haushalten. Wir brauchen gut ausgebildetes Personal für Kitas und Schulen und Universitäten. Und damit wir diese Probleme lösen können, darf die Bundesregierung nicht weiter auf der Investitionsbremse stehen. Der Rückgang der öffentlichen Investitionen ist in Anbetracht der beschriebenen Probleme ein echter Akt der Zukunftsverweigerung, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, Sie haben neulich der FAZ ein Interview gegeben, und daraus will ich ein kurzes Zitat bringen.
Sie sagen dort, ich zitiere aus dem Land der Dichter und Denker, muss jetzt vehementer als zuletzt ein Land der Tüftler und Bastler werden. Das, finde ich, ist freundlich gesagt wirklich eine Verniedlichung des Problems. Schauen Sie sich doch einmal die Arbeitsbedingungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an. Befristete Verträge, Teilzeitstellen, unsichere Zukunft. Erst gestern zum Beispiel berichtete die ARD über die Situation in der Krebsforschung. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen häufig zu Weihnachten nicht, ob im Januar ihr Arbeitsvertrag noch weiterläuft. Und ich finde, so kann man doch mit solchen Menschen nicht umgehen. Und so wurde gewarnt, es ist zu befürchten, dass auf diesem wichtigen Gebiet unserem Land die Fachkräfte ausgehen. Und das, obwohl jährlich immer mehr Menschen an Krebs erkranken. Meine Damen und Herren, wir können weder auf Dichter noch Denker, auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verzichten. Wir brauchen alle. Und dazu brauchen wir endlich eine Bildungspolitik, die allen Kindern und Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen während ihres Berufslebens echte Chancen bietet. Und dafür bietet der Haushalt zu wenig. Ich setze darauf, dass wir im Haushalt 2019 starke Korrektur vornehmen. Vielen Dank. Gesine Lötsch war das für die Linksfraktion, ihre Kritik an den Schwerpunkten im Haushalt für Bildung und Forschung. Weiter geht es jetzt mit Ekin Deligöz, Bündnis 90, die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, nachdem sich die Koalition gegenseitig so gelobt hat, richte ich meinen Dank an Christoph Meyer, unseren Chefberichterstatter. Vielen Dank für die gute Vorbereitung, an Gesine Lötsch, die Mitberichterstatterin. Ich finde, wir sind eine hervorragende Opposition. So etwas kann man sich ja nur wünschen. Frau Ministerin, Sie wollen ja mit Ihrem Haus, und Sie rühmen sich damit, das Zukunftsministerium zu sein. Ob das so ist, dazu werde ich vielleicht im Folgenden was sagen, aber einen Begriff entgleich mir. Ich bin auch der Meinung, dass wir uns in diesem Bundestag etwas mehr mit den Zukunftsfragen beschäftigen sollten. Weil die letzten Tage und Wochen haben wir uns ja nur noch mit der Vergangenheit und mit Rückständigkeit beschäftigt. Da ist es an der Zeit, auch mal nach vorne zu gehen. Und deshalb habe ich mir als Beispiel einen Themenschwerpunkt gelegt für meine Rede. Und das heißt der Klimawandel. Jetzt gibt es Leute hier, von mir aus gesehen auf der rechten Seite, die ja behaupten, den menschgemachten Klimawandel gibt es gar nicht. Die das Ganze leugnen, die sagen auch, ich gehöre dazu. Und manche behaupten sogar, die Grünen hätten das erfunden. Ich kann Ihnen zusichern, nein, das wäre zu viel der Ehre. Wir haben es nicht erfunden. Die Wissenschaft hat es erforscht. Darauf würden wir uns auch niemals besinnen, sondern wir würden ganz im Gegenteil der Wissenschaft dafür danken, für diesen Fortschritt. Und da gehört es auch dazu, dass Sie einen Antrag gestellt haben, dass das renommierte Potsdamer Institut für Klimaforschung die kompletten Mittel gekürzt werden sollten, weil auch das sind ja irgendwie die Erfinder, das ist Ihre Meinung. Und da habe ich eine klare Antwort. Dieses Land hat einen Rohstoff. Das ist Bildung und das ist Forschung. Das sind die exzellenten Köpfe unserer Wissenschaftler. Und da müssen wir investieren. Das ist Zukunft. Wenn Frau Merkel, und ich darf sie zitieren, in ihrer Rede am 5.9. sagt, wir wollen nicht in ein Technikmuseum enden, dann ist das die Antwort darauf, dass man genau diese Institute auch finanziell unterstützt und voranbringt und nicht der Rückständigkeit hinterherläuft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will dem aber auch ein inhaltliches Argument zufügen. Die Zeit titelt, sie schmilzt. Und meint damit die Antarktis. Und natürlich, wenn Sie der Vordebatte zugehört haben, hat das alles Konsequenzen auf Mensch, auf Landwirtschaft, auf unser Leben, auf die Wetterphänomene, auf Ökosystem. Und gerade deswegen ist Klimawandel ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist auch die Antwort auf die humanitären Krisen, auf die Ernährungsprobleme in der Welt. Dafür brauchen wir ein anderes Wirtschaften, ein anderes Denken. Wir brauchen die Verkehrswende. Und ja, wir brauchen auch die Förderung in dem Bereich der erneuerbaren Energien. Und damit komme ich auch zu Ihrem Etat. Frau Ministerin, ich will drei Beispiele zeigen, wo das einfach nicht läuft. Erstes Beispiel: Energieforschung. Sie verpulvern seit Jahren Steuergelder an die Fusionsforschung ITER.
Sie verpulvern das im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist unklar, ob das jemals laufen wird, ob es jemals eine Frage auf die Energiefrage stellen wird. Was wir aber wissen, ist, dass es sehr, sehr teuer ist und dass die Kosten noch mehr explodieren. Und wenn Sie wirklich ehrlich sind und für jetzt und heute handeln wollen, müssen Sie doch in die erneuerbaren Energien investieren und nicht in so eine Technologie ohne Ergebnisse und ohne Zukunft. Jetzt handeln und nicht auf einen falschen Wechsel in die Zukunft setzen, liebe Frau Ministerin. Fair, atomare Stilllegungsprojekte. Diese Mittel, und da haben wir inzwischen wahnsinnig viele Berichte dazu aus allen Ecken und Enden, diese Mittel sind nicht sparsam, sie sind nicht wirtschaftlich gehandhabt. Und hier haben wir eine Verantwortung. Gehen Sie da mit einem Wirtschaftlichkeitsansatz, gehen Sie da mit Verantwortung daran. Und alles, was wir einsparen, lassen Sie uns das Geld in die erneuerbaren Energien, in die Zukunftsforschung investieren. Damit machen wir dieses Land fit für die Zukunft und verbleiben nicht in der Vergangenheit. Oder ein drittes Thema, Fracking. Wir wollen kein Fracking in Deutschland. Das ist die grüne Politik, das ist, glaube ich, auch die Politik von anderen Fraktionen hier. Es ist höchst umweltschädlich, es ist gefährlich, es ist riskant, wir wollen es einfach nicht. Und in Wirklichkeit sind Sie ja auch immer so ein bisschen hin und her gespalten. Sie sagen ja, na ja, so richtig finanzieren tun wir das nicht. Doch, tun Sie. Tun Sie. Sie richten eine Expertenkommission damit ein. Und Sie geben Geld dafür aus. Und damit zeigen Sie auch, dass Sie es in Wirklichkeit wollen. Stehen Sie doch eigentlich dazu. Dann müssen Sie aber auch zu den Risiken von Fracking stehen. Und das tun Sie wiederum nicht. Und das ist verlogen, Frau Ministerin. Hier ist ein Rohrkrepierer. Lassen Sie uns das Geld einsparen und in die Zukunft investieren. In die Energiewende, in die Klimaforschung. Und letztes Thema. Das gefällt hier manchen nicht. Ja? Artensterben. Ja, natürlich ist das auch ein Thema, gerade hier. Wir reden über Bienen und Sie lachen drüber, aber auch in Deutschland brauchen die Apfelbäume Bienen. Ja? Und es geht auch hier darum, um Vogelarten und Pflanzenschutz. Unser Vorschlag für ein Monitoringzentrum Biodiversität ist abgelehnt worden. Halte ich für einen Fehler. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, Sie wollen steuerliche Forschungsförderung fördern, aber Sie wollen die Großen fördern. Innovation kommt aber von den kleinen und mittleren Einrichtungen. Seien Sie doch endlich eine Zukunftsministerin. Noch sind Sie in der Vergangenheit verhaftet, und das ist schade für dieses Land. Die Rede von Ekin Deligöz, Bündnis 90, die Grünen, die die Ministerin aufgefordert hat, in die Energiewende zu investieren, in die Zukunft. Jetzt Anja Karliczek, die Bundesministerin für Bildung und Forschung. Sie gehört der CDU an. Ja, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein fester Vorsatz ist das wichtigste Instrument für Erfolg. Und ich habe einen festen Vorsatz. Ich möchte die Menschen und unsere Wirtschaft in Deutschland fit für die Zukunft machen. Wir sprachen schon drüber. Dabei geht es mir einerseits um die Menschen selbst, um seine individuelle Persönlichkeit und seine Möglichkeiten, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Eine gute Ausbildung gibt hierzulande jedem die Chance, sich das gewünschte Leben aufzubauen. Andererseits geht es mir bei guter Bildung um Sachinhalte, um Know-how für den Beruf. Bereits Kinder haben heute ein Smartphone als ständigen Begleiter dabei. Mit Google Maps, Park-App und Banking-App bewegen wir uns durch den Alltag. Wir starten in eine neue Arbeitswelt. Azubis lernen mit Datenbrillen die Montage, fahrerlose Transporter erledigen Logistikaufgaben, Bauteile lösen selbstständig den Reparaturauftrag aus. In allen Bereichen erreichen wir neue technologische Möglichkeiten. Das ist Fakt und unaufhaltsam. Und nur mit Menschen, die bereit sind, hier mitzugehen, bleiben wir als mündige Bürgergesellschaft und als Wirtschaftsnation am Ball. Nur so können wir an der Weltspitze bei Forschung und Innovation bleiben. Wir brauchen digitale Bildung in den Schulen, in den Berufsschulen, den Hochschulen und darüber hinaus. Lebenslanges Lernen ist mehr als ein Schlagwort. Es ist zur Notwendigkeit des privaten und beruflichen Alltags geworden. Wenn mich eine Rentnerin anspricht, dass ihr der ganze technische Schnickschnack zu viel wird, dann möchte ich entgegnen können, keine Sorge, da gibt es jede Menge gute Unterstützung. Wenn mich ein Lehrer fragt, wie er die Jugendlichen auf den neuen Arbeitsmarkt vorbereiten soll,
dann möchte ich auf gut ausgerüstete Schulen, einen zukunftsfesten Lehrplan und passende didaktische Lehrmaterialien verweisen können. Und deswegen, er ist schon angesprochen worden, ist mir der Digitalpakt so wichtig. Deswegen müssen wir jetzt das Grundgesetz ändern. Deswegen müssen wir jetzt den Nationalen Bildungsrat auf den Weg bringen. Wir brauchen ein Bildungssystem, das MINT-Kenntnisse und kognitive Kompetenzen fördert. Gute Chancen für unsere jungen Menschen entstehen aus persönlicher Leidenschaft und aus passenden Rahmenbedingungen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind nur einige wichtige Leitlinien, die ich mit dem Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung verwirklichen möchte. Ein Etat, der in den letzten Jahren beachtliche Aufwüchse erfahren hat. Mit rund 17,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 ist er der viertgrößte im Bundeshaushalt. Und das zeigt, wir als Bundesregierung investieren kontinuierlich und verlässlich in Bildung und Forschung und damit in die Zukunft Deutschlands. Denn Bildung und Forschung benötigen keinen Aktionismus, sondern einen langen Atem, wie wir ihn seit 2005 beweisen und wie ihn auch der Koalitionsvertrag für die kommenden Jahre vorzeichnet. Mir geht es nicht darum, jedes Jahr mehr Geld ausgeben zu können. Mir geht es darum, die Aufgaben, die mit dem Etat verbunden sind, gut erfüllen zu können. Der Staat muss ein verlässlicher Partner sein für die Bürger, die Institutionen und die Unternehmen. Und dafür ist der Hochschulpakt, den wir, Bund und Länder, gemeinsam finanzieren, ein gutes Beispiel. So konnten seit 2007 über 900.000 zusätzliche Studienplätze geschaffen werden. Wir haben damit die Hochschulen unterstützt, die doppelten Abiturjahrgänge abzufedern. Jetzt gilt es, den Hochschulpakt mit neuer Intention fortzusetzen. Genügend Kapazitäten in den Hochschulen sind jetzt da. Jetzt setzen wir auf Qualität. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss für Bildung und Forschung und aus dem Haushaltsausschuss, ich danke ganz herzlich dafür, dass Sie bei allen unterschiedlichen Interessen, die wir diskutieren, immer das Ziel vor Augen haben, dass jeder Euro für Bildung und Forschung eine gute Investition in die Zukunft unseres Landes ist. Bildung und Forschung brauchen genau diesen Grundkonsens und ihre Unterstützung. Und Sie können gewiss sein, dass wir als BMBF das uns anvertraute Geld in wirksame Maßnahmen umsetzen. Lassen Sie mich einige Belege nennen. Eines meiner wichtigsten Anliegen ist, die berufliche und akademische Bildung als gleichwertige Bildungswege nebeneinander zu stellen. Strukturell und finanziell, aber auch in der Ausstattung. Denn wenn wir es ernst meinen, dass jeder junge Mensch den Weg gehen soll, der zu seinen Fähigkeiten und Wünschen passt, dann ist es jetzt höchste Zeit, Aufstiegswege in der beruflichen Bildung zu definieren und zu fördern. Wie wollen wir das machen? Strukturell, indem wir erstens die Berufsbildung an Digitalisierungsanforderungen anpassen, zweitens die Aus- und Weiterbildung besser miteinander verzahnen, drittens erfolgreiche Aufstiege und Karrieren in der beruflichen Bildung fördern. Finanziell, indem wir erstens einen deutlichen Ausbau des Aufstiegs-BAföGs vornehmen, zweitens mit einer Palette neuer Initiativen starten, die von einem Bundeswettbewerb zu Innovationsclustern Berufsbildung bis zu Maßnahmen zur Digitalisierung der Berufsbildung reichen und drittens bewährte Initiativen fortsetzen, die zur Durchlässigkeit beruflicher Bildung in beide Richtungen beitragen, etwa auch Studienabbrecher für die Berufsbildung zu gewinnen. Und wenn ich von Modernisierung der Ausbildung spreche, so darf ein Kernpunkt nicht fehlen: die Qualifizierung derjenigen, denen wir unsere Kinder anvertrauen. Wir unterstützen die Länder, ihrer Pflicht zur Lehrerweiterbildung nachkommen zu können. Damit machen wir die angehenden Lehrerinnen und Lehrer digital fit und setzen einen Schwerpunkt auf die Berufsschule. Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass unsere Lehrerschaft nicht nur gut aus- und weitergebildet wird, sondern dass ihre Arbeit auch den notwendigen Respekt und Rückhalt durch die politisch Verantwortlichen, aber auch durch die ganze Gesellschaft erfährt. Doch auch Forschung und Innovation haben wir natürlich im Blick.
Mit Förderprogrammen von der Mikroelektronik über die IT-Sicherheit bis hin zur künstlichen Intelligenz sorgen wir dafür, dass hierzulande die Forschung in Schlüsseltechnologien vorangebracht wird. 910 Millionen Euro stecken wir mit diesem Haushalt in neue Technologien. Ein Plus von über 20% gegenüber 2017. Und nur wer bei diesen Themen die Nase vorn hat, Innovationen entwickelt, Experten ausbildet und, wichtig, Standards setzt, sichert wirtschaftliches Wachstum, Arbeitsplätze und Lebensqualität. Ein gutes Beispiel ist insbesondere die Forschungsfabrik Mikroelektronik, die die deutsche und europäische Halbleiter- und Elektronikindustrie im globalen Wettbewerb stärkt. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft schafft Schnelligkeit, Innovationskraft und stärkt damit die Wettbewerbsfähigkeit. Wichtig ist mir auch die Gesundheitsforschung, denn Gesundheit betrifft jeden Menschen. Wenn beispielsweise kein Antibiotikum mehr wirkt, dann stehen wir vor riesengroßen Problemen. Und deshalb stecken wir gerade so viel Geld in die Gesundheitsforschung. Dazu gehört unter anderem auch die Krebsforschung, denn diese Krankheit beispielsweise belastet ganze Familien über sehr, sehr lange Zeiträume. Forschung ist also für den Einzelnen wichtig, aber auch für die Innovationskraft und damit für die Wettbewerbsfähigkeit unserer ganzen Wirtschaft. Deutschland zählt zu den innovativsten Ländern der Welt. Im letzten Global Innovation Index lag die Bundesrepublik auf Platz 9. Nachweislich sind die Entwickler hierzulande kreativ und leistungsfähig. Doch Fakt ist auch, die Innovationskraft ist regional unterschiedlich ausgeprägt. Im Mittelstand muss sie gestärkt werden. Und wir entwickeln hierzulande hauptsächlich inkrementelle Innovationen. Und deshalb brauchen wir mehr Dynamik, mehr Mut. Und das ist eben nicht nur eine Frage von monetärer Förderung, sondern ganz klar auch von kluger Strategie und auch Kulturwandel. 2019 werden wir deshalb eine Agentur für Sprunginnovationen einrichten, um bei der Innovationskraft unseres Landes mehr PS auf die Straße zu bringen. Denn um neue Märkte zu erschließen, brauchen wir mehr große technologische Sprünge statt kleine Schritte. Und lieber Herr Sattelberger, vor kurzem haben Sie etwas despektierlich davon gesprochen, dass uns in Deutschland mit den Forschungseinrichtungen fette Katzen herangezüchtet hätten. Dem möchte ich ganz deutlich widersprechen. Die Katzen Leibniz, Max Planck, Fraunhofer und Helmholtz sind äußerst beweglich und innovativ. Die dürfen wir nicht auf Diät setzen. Mit der Agentur für Sprunginnovationen wollen wir vielmehr einen Schnüffelhund freilassen, der über die klassische Forschungsleistung hinaus visionäre Ideen verfolgen kann, durch mehr Freiräume und durch zusätzliche Mittel. Ein weiteres wichtiges Zukunftsthema ist die künstliche Intelligenz. Wenn Roboter und intelligente Software immer mehr Aufgaben für die Menschen übernehmen, hat das enorme Auswirkungen auf die Wertschöpfung und auf den Arbeitsmarkt. In der Grundlagenforschung der künstlichen Intelligenz ist die deutsche Wissenschaft dank DFKI und den oben genannten Katzen schon weit vorangeschritten. Jetzt erarbeiten wir gerade eine Gesamtstrategie für künstliche Intelligenz. Das heißt, gemeinsam Projekte definieren, Einrichtungen vernetzen und Transferstrukturen schaffen. Und dabei stimmen wir uns eng mit den europäischen Partnern ab, insbesondere mit Frankreich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit über einem Jahrzehnt genießt die deutsche Bildungs- und Forschungspolitik hohe Priorität. Und deshalb steht Deutschland hervorragend da. Doch der innovative Wettbewerb weltweit geht weiter. Wichtig ist, dass die Innovationspipeline im Land immer gut gefüllt bleibt. Und das heißt, dass wir noch schneller und noch besser werden müssen. Das heißt, dass wir viel investieren müssen. Und dabei geht es aber nicht immer nur um staatliches Geld. Wir brauchen das Miteinander von Wissenschaft und Wirtschaft. Investitionen in Bildung und Forschung schaffen genau den Mehrwert, den unsere Gesellschaft jetzt braucht. Unser Haushalt, mein Fachbereich, hat eine solide Grundlage dazu, diese Themen zu gestalten. Vielen Dank. Eine gute Stellung, die deutsche Forschung in der Welt hat, aber man dürfe nicht aufhören und sich darauf nicht
ausruhen, sagte Ministerin Anja Karliczek hier in der Debatte um den Haushalt des Bildungs- und Forschungsministeriums. Nach ihr jetzt Nicole Höchst für die AfD. Insgesamt 22.000 Projekte werden durch das BMBF mit etwa 17,5 Milliarden Euro Steuermitteln unterstützt. Es drängt sich dabei der Eindruck auf, dass wohl feil nach Gießkannenprinzip verfahren wird, denn ein schlüssiges Konzept ist nicht zu erkennen. Auch berühren sich vielfach Projekte und Initiativen mit den eigentlichen Zuständigkeitsbereichen der Bundesländer. Prestigeprojekte mit Schaufenstereignung werden bevorzugt. Zutage tritt doch vor allem eines. Bildungspolitik in Deutschland folgt seit einigen Jahren bedenklichen ideologischen Strömungen. Die große Fraktion der Deutschlandabschaffer betätigt sich hier auch als Koalition von Regierungs- und Oppositionsparteien im besten Orwellschen Sinne als Doppeldenk. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Sie, meine Damen und Herren, betreiben insgesamt gesehen die Zerstörung von Bildung im Namen von Bildung. In der Psychologie wird das bei Orwell beschriebene Phänomen übrigens als kognitive Dissonanz bezeichnet. Auch dieser Haushalt zeigt es deutlich. Frau Ministerin Karliczek hat in diesem Hohen Hause, so auch heute, sinngemäß verkündet, wir bräuchten mehr Meister als Master. Mir als jemanden, der selbst zig Plakate mit dieser originären AfD-Forderung Meister statt Master aufgehängt hat, sprach sie damit aus der Seele. Leider ist diese vollmundige Ankündigung nicht wirklich im Bildungshaushalt angekommen. Sie wird verschoben auf 2019. Immerhin bringt Ihr Ministerium gemeinsam mit dem Parlament zwei wichtige Enquete-Kommissionen auf den Weg, hoffentlich. Eine zur künstlichen Intelligenz und eine zur beruflichen Bildung in der digitalen Arbeitswelt, was wir von der AfD ausdrücklich begrüßen. Wir werden uns dort unideologisch und pragmatisch mit unserer Expertise einbringen, versprochen. So weit, so gut. In geradezu sträflicher Weise liegen derweil die Unterstützung der beruflichen Bildung regierungsseitig auf Eis. Und das, obwohl im Bundestag Einigkeit herrscht, dass wir sie stärken müssten. Die AfD hatte diesbezüglich Anträge gestellt. Wir forderten unter anderem eine massive Aufstockung von 44 Millionen Euro für die Begabtenförderung bei der beruflichen Bildung sowie 13 Millionen Euro mehr für bessere Berufsorientierung der Schüler. Die Anträge sind einmütig abgelehnt worden, obgleich sogar Vorschläge zur Gegenfinanzierung gemacht worden waren. Schämen Sie sich. Liebe Regierung, liebe Service-Oppositionen, Sie zeigen damit doch in großen, leuchtenden Neonbuchstaben die haushaltgewordene Ausprägung Ihrer eigenen kognitiven Dissonanz. Stärkung der beruflichen Bildung durch weitgehende Beibehaltung des Ungleichgewichts zwischen beruflicher Bildung und akademischer Bildung. Hä? Dabei ist das so einfach, Frau Karliczek. Sie sind an der Regierung. Sie können nicht nur fordern. Sie können Forderungen auch umsetzen. Verstehen Sie das? Der Versuch, die europäischen Hochschulsysteme nach US-amerikanischem Import zu amalgamieren und zu bolognatisieren, ist krachend gescheitert. Ringen Sie doch bitte mal der Realität die Erkenntnis ab, dass es ein schwerer Fehler sein kann, alle nationalen Besonderheiten auszulöschen. Erkennen Sie stattdessen die Vorteile, welche auf globaler Ebene die Vielfalt unterschiedlicher Bildungstraditionen gerade für den Wettbewerb bieten. Und hören Sie endlich auf europäischer Ebene weitere unsinnige Gleichmacherei zu betreiben. Es wird als nächstes die berufliche Bildung treffen. Wir erleben in Deutschland den Versuch der Transformation unserer Gesellschaft in eine Art schöne neue Welt, in der versucht wird, kulturelle Eigenheiten auszuradieren und durch einen globalen Konsumgütermarkt zu ersetzen. Die AfD hält die vorherrschende Bildungsmaxime der Ökonomisierung von Bildung für einen kapitalen Fehler, weil diese in Schulabgängern
nur noch konsumorientiertes Humankapital sieht, welches im besten Fall auch noch von morgens bis abends damit beschäftigt ist, sich zu überlegen, ob es Männlein oder Weiblein ist. Werte Kollegen, Ihre neoliberale Bildungsoffensive ist in Wahrheit eine Offensive gegen die Bildung. Sie will Bildung auf Kompetenz reduzieren und Haltung auf Verhalten. Sie versuchen in letzter Konsequenz, Bildung zu maschinisieren. Ihr Anspruch ist es, Schulabsolventen zu Könnern zu machen, die seelenlose Kompetenz mit beliebigen Inhalten produzieren. Ohne Sinn, ohne Glück, ohne Hoffnung und ohne Zufriedenheit, ohne Geist und ohne Verstand. Trostlose neue Welt. Lehrer werden zu Kompetenzbeschaffungsgehilfen degradiert und im schlimmsten Falle wegdigitalisiert. Bildung wird dehumanisiert, Gedöns jedoch gefördert. Noch in ihrem heruntergekommensten Zustand ist Bildung ein Hoffnungsträger, ein Zukunftsweiser. Bitte kurieren Sie deshalb dringend Ihre kognitive Dissonanz, meine Damen und Herren. Stärken Sie die berufliche Bildung, indem Sie sie stärken, zum Wohle des deutschen Volkes. Dankeschön. Die Rede von Nicole Höchst war das für die AfD-Fraktion. Nach ihr jetzt Oliver Kaczmarek, SPD. Nächster Redner Oliver Kaczmarek für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, so ein Haushalt, das ist ja doch ein bisschen mehr als nur die Zahlen zusammenzuzählen, sondern ein Haushalt, der folgt politischen Zielen. Und vielleicht habe ich die Gelegenheit, hier noch mal deutlich zu machen, welche Ziele wir auch in den nächsten Jahren hier weiter verfolgen werden und die hier auch angelegt sind. Uns geht es um mehr Kooperation, uns geht es um mehr Chancengleichheit, uns geht es um mehr Innovation. Und das alles gehört zusammen, und da müssen wir auch entscheidende Fortschritte in dieser Wahlperiode erzielen. Und deswegen haben wir in der Koalition eine neue Kultur verankert. Wir wollen dafür sorgen, dass es mehr Kooperation zwischen Bund und Ländern gibt, mehr gemeinsames Anpacken. Wir wollen so etwas schaffen wie einen kooperativen Bildungsföderalismus. Deshalb wollen wir das Grundgesetz noch einmal ändern. Mit der vorgeschlagenen Änderung des Artikel 104c ermöglichen wir erst flächendeckende Investitionen in die Bildungsinfrastruktur von Ländern und Kommunen. Und ich glaube, das ist eines der größten Projekte, das wir in dieser Wahlperiode anfassen. Und deswegen bitte ich da auch um Mitmachen und um Zustimmung. Zwei Beispiele vielleicht, die jedes auf seine Weise begründen und darlegen, warum wir das Grundgesetz noch einmal ändern müssen. Und zwei Beispiele, die auch das Bildungswesen auf ihre Art und Weise deutlich verändern werden. Erstens. Wir werden die Diskussionen um den Digitalpakt beenden, und wir werden ihn jetzt endlich machen. Und da sind wir, das hat Sven Schulz schon gerade gesagt, dem Finanzminister sehr dankbar, der das Geld besorgt hat. Über 2 Milliarden Euro stehen schon jetzt zur Verfügung, für unter anderem für den Digitalpakt. Und wir wollen jetzt, dass das Geld zügig bei den Schulen ankommt. Deswegen, der 1.1. ist der Punkt, an dem das Ding starten muss. Und ich begrüße es sehr, und Sie haben auch die Unterstützung der SPD, Frau Ministerin, wenn Sie, wie in Erfurt angekündigt, jetzt parallel zur Grundgesetzänderung auch an der Bund-Länder-Vereinbarung arbeiten. Das ist das richtige Signal. Wir dürfen keine weitere Zeit beim Digitalpakt verlieren. Zweites Beispiel. Wir werden mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen, den wir bis 2025 realisiert haben wollen, nicht nur ein neues qualifiziertes Betreuungsangebot schaffen, sondern wir werden, wenn man sich erinnert, welche Wirkung die Initiative Zukunft Bildung und Betreuung vom ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder angestoßen, entfaltet hat, dann werden wir sehen, es wird einen neuen Ausbauschub geben, eine neue Qualitätsdiskussion für Ganztagsschulen, und das ist genau der richtige Weg. Wir wollen Ganztagsschulen die Bildung auch verändern, erweitern und verbessern helfen. Das ist ein großer Entwicklungsschritt, und dafür brauchen wir auch die Grundgesetzänderung. Deswegen werbe ich noch einmal um die Zustimmung. Meine Fraktionsvorsitzende hat das hier in der Generalaussprache auch gemacht. Die Abschaffung des Kooperationsverbotes ist der richtige Schritt, ist die richtige Entscheidung, und sie entspricht im Übrigen auch der überwiegenden Mehrheit oder der Meinung der überwiegenden Mehrheit der Menschen in diesem Land. Und deswegen sollten wir es auch tun. Meine Damen und Herren, der aktuelle Bildungsbericht dokumentiert, die soziale Ungleichheit im Bildungssystem ist unverändert hoch. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, wir wollen ein Deutschland
dass ein Land der Chancen ist, und zwar ein Land der Chancen für alle Menschen, die sich bilden, weiterbilden wollen. Chancengleichheit, das darf keine Worthülse sein, sondern die muss ganz konkret mit Maßnahmen hinterlegt werden. Dazu gehört die Ganztagsschule, ganz sicher, die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. Dazu gehört, dass wir eine BAföG-Novelle machen, und ich glaube, dass wir schon sehr bald darüber diskutieren müssen und werden, wie wir sie ausgestalten. Dazu gehört, dass wir das Meister-BAföG gleichrangig mitdiskutieren, und dazu gehört auch, dass wir mit der Novelle des Berufsbildungsgesetzes und dem Berufsbildungspakt einen deutlichen Schritt machen, nicht nur über Ausbildung zu reden, wie das andere tun, sondern eben auch die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung ganz konkret verbessern wollen. Und nicht zuletzt, Deutschland muss natürlich ein Innovationsland bleiben. Und Forschung bleibt deshalb auch ein Schwerpunkt in dem Bundeshaushalt, in den politischen Maßnahmen dieser Bundesregierung. Und deswegen ist Forschung nicht nur, oder Forschung ist nicht nur für Innovationskraft notwendig, sie ist auch wichtig, weil wir Erkenntnisse für die Lösung von Problemen brauchen. Zum Beispiel bei der Bewältigung des Klimawandels, zum Beispiel bei der Energieforschung, Mobilitätsforschung, die Bekämpfung von Krankheiten. Vieles ist hier schon genannt worden. Und deswegen sind die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, das Erreichen des 3,5-Prozent-Ziels, die Verlängerung des Paktes für Forschung und Innovation, die Agentur für radikale Innovation, die hier gerade angesprochen sind, das sind Ziele, die einerseits die Innovationsfähigkeit unserer Volkswirtschaft absichern sollen, aber und auch und besonders Lösungen für Zukunftsherausforderungen finden sollen. Das gehört zu einem Land, das erfolgreich sein will, wirtschaftlich erfolgreich sein will, das aber auch kulturell modern sein will, und dafür setzen wir uns weiter ein. Und deshalb, meine Damen und Herren, zum Schluss. Wir wollen eine neue Dynamik für Bildung in den nächsten Jahren hier entfachen. Und deswegen wäre es auch gut, wenn wir als Koalition das in den Vordergrund stellen, statt anderer Themen, weil da haben wir wirklich was anzubieten. Herzlichen Dank. Eine neue Dynamik für Bildung möchte die Große Koalition entfachen, und zwar in den nächsten Jahren. Nächste Rednerin ist jetzt Nicola Beer für die FDP-Fraktion, deren bildungspolitische Sprecherin sie ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland geht es gut. Noch. Erste dunkle Wolken zurückgehender Dynamik stehen mal im Himmel. Reaktion der Bundesregierung. Sie gibt Geld aus, mit vollen Händen, aber wo? Vorausschauende Steigerungen bei Infrastruktur, bei Bildung, bei Forschung und Entwicklung. Fehlanzeige. Unser Rohstoff ist die Intelligenz, Herr Kollege, Kreativität, der Leistungswille unserer Bürgerinnen und Bürger. Ihr Wissen, Ihr handwerkliches Können, Sie bilden den entscheidenden Baustein für den Wohlstand unseres Landes. Trotzdem investiert diese Regierung in unsere Zukunft bei Bildung, bei Forschung und Entwicklung, bei Technologie mit 17,5 Milliarden gerade einmal ein Achtel. Ein Achtel der Summe, die sie bei Arbeit und Soziales, dem Status quo im Jetzt verwaltet. Das sind die falschen Schwerpunkte, meine Damen und Herren. Sie konzentrieren sich auf Fürsorge, die abhängig macht statt selbstständig, ohne sich ausreichend darum zu kümmern, wo das Geld für unseren Sozialstaat morgen noch herkommen soll, wie wir den Wohlstand, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes erhalten sollen. Die Digitalministerin im Kanzleramt zeichnet zwar das Bild der autonom fliegenden Drohnen, der Haushalt der Regierung aber atmet nur die Beschäftigung mit der Zukunft der GroKo, aber nicht mit der Zukunft Deutschlands. Um im internationalen Innovationswettbewerb wieder an die Weltspitze aufzusteigen, anstatt weiter abzusteigen, müssen alle unsere Bildungsebenen Weltspitze werden. Und wie kommen wir dorthin? Mit mehr Mut für dieses Land, mit mehr Ambitionen. Wir brauchen endlich volle Fahrt voraus bei Innovation. Bitte, Frau Ministerin, mehr Mut bei einer Agentur für radikale Innovation, wie andere Staaten sie längst haben, und zwar mit einem international wettbewerbsfähigen Budget. Mehr Mut bei künstlicher Intelligenz. Ihre Ankündigung höre ich gerne, aber wir haben eine kleckerweise Projektförderung in diesem Haushalt, weit hinter den Investitionen, die andere Staaten haben. Und Sie richten erst einmal gemütlich eine Enquete-Kommission ein. So können wir den Rückstand international nicht aufholen. Da muss viel, viel engagierter gehandelt werden. Und zwar nicht, Herr Kollege, nicht aus Technikverliebtheit, sondern zum Wohle der Menschen.
Ich mache Ihnen zwei Beispiele. Eine selbstlernende Software, zum Beispiel in der Lkw-Logistik, kann so viel mehr CO2 einsparen über die Einsparung von Kraftstoff als jedes Fahrverbot, das Sie gerade quer durchs Land planen. Selbstlernende Programme in der Medizin. Sie können seltene Krankheiten sicherer diagnostizieren und damit besser heilen helfen. Wir brauchen mehr Mut an dieser Stelle und mehr Mut auch beim Anwerben der Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher, die wir dafür brauchen. Denn ohne sie gibt es keine Spitzenforschung, meine Damen und Herren. Aber eine Headhunting-Agentur, um die besten Köpfe der Welt hier nach Deutschland zu holen, lehnen Sie ab. So kann der Aufbruch in eine bessere Wissenschaftslandschaft nicht gelingen. Mehr Mut brauchen wir auch, um Hochschulen ausreichend finanzielle und Ausstattung und Planungssicherheit zu geben. Frau Ministerin hat den Hochschulpakt angesprochen, aber wie es konkret nach 2020 weitergehen soll, da sind Sie heute die Antwort schuldig geblieben. Und mehr Mut bitte auch bei der beruflichen Bildung. Wenn es Ihnen so wichtig ist, warum gibt es dann keine Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung, so wie es sie für die Hochschulen gibt? Warum gibt es kein Zentrum für digitale berufliche Bildung? Warum Fehlanzeige bei vorausschauender Berufsplanung? Nein, Frau Ministerin, wer über Fachkräftemangel klagt, der muss hier und jetzt investieren, wenn er diesen Mangel abstellen will. Mehr Mut bitte auch bei weltbesten Schulen. Da wird das Fundament gelegt. Und zwar für selbstbestimmtes Leben, für Teilhabe und insbesondere für die Chance auf sozialen Aufstieg von jedem. Und zwar jederzeit aus eigener Kraft ein Leben lang. Und Digitalpakt? Na ja, 2 Jahre lang Diskussion, kein Handeln. Jetzt, Herr Schulz, eine Grundgesetzänderung, die alleine auf Ausstattung setzt und nicht auf Qualität. Es tut mir schrecklich leid, aber die Bundesregierung, sie springt zu kurz an dieser Stelle wieder einmal. Und lebenslanges Lernen, Digitalkompetenz, und zwar in jedem Alter, unabhängig davon, ob ich noch im Beruf stehe, hier reichen Ihre Ambitionen ja nicht einmal für eine Kommission. Nein, meine Damen und Herren, Weltspitze werden wir mit diesem Einzelplan 30 nicht. Im Gegenteil, wir bräuchten viel mehr Mut zum Aufbruch, zum neuen Denken, aber daran fehlt es der GroKo leider vollständig. Vielen Dank, Nicola Beer. Nicola Beer war das für die FDP-Fraktion und ihre doch sehr harsche und sehr deutliche Kritik an den Ausgaben im Bereich Bildung und Forschung. Nach ihr jetzt Nicole Gohlke für die Linksfraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Regierungsparteien sprechen in diesen Tagen ja sehr viel davon, dass duale und akademische Bildung gleichwertig sein müssen. Das ist richtig. Das Problem ist nur, der Haushalt, den das Bildungsministerium vorgelegt hat, trägt überhaupt nichts dazu bei. Sie frieren nämlich die Förderung der Hochschulen ein, ohne aber auf der anderen Seite etwas für die berufliche Bildung zu tun. Und das nennen Sie dann Gleichbehandlung. Wahr an Ihrer Rede von der Gleichwertigkeit ist also höchstens, dass Sie beide Bereiche gleichermaßen vernachlässigen. Und das ist wirklich ein ziemlicher Hammer. Auf der einen Seite die Hochschulen. Die Hochschulen und Universitäten, das ist bekannt, platzen aus allen Nähten. Viele Hörsäle und Labore sind miserabel ausgestattet. Das Lehrpersonal ist überfordert und unterbezahlt. Die Betreuung der Studierenden ist an vielen Orten nicht mehr gut gewährleistet. Und die Verstetigung des Hochschulpaktes, die Sie jetzt planen, Frau Ministerin, wird daran doch nichts ändern. Denn die Mittel haben doch schon in den vergangenen Jahren vorne und hinten nicht ausgereicht. Der Hochschulpakt ist seit Beginn seines Bestehens als ein Notprogramm konzipiert. Die Studienplätze sind systematisch unterfinanziert. Und wenn Sie den Hochschulpakt jetzt auf diesem niedrigen Niveau verstetigen, ja, was soll denn da wohl rauskommen? Warum setzen Sie sich nicht endlich mal die auskömmliche Finanzierung der Hochschulen zum Ziel? Und auf der anderen Seite schleppt sich dann die Ausbildungskrise von einem Jahr zum nächsten. Wir hatten im vergangenen Jahr wieder mehr unvermittelte Ausbildungssuchende als im Jahr zuvor, während gleichzeitig nur noch weniger als 20% der Betriebe ausbilden. Wenn diese Regierung die berufliche Bildung aufwerten will, dann hätte ich erwartet, dass sich im Haushalt an irgendeiner Stelle ein Zuwachs in diesem Bereich findet. Zum Beispiel bei der Unterstützung überbetrieblicher Ausbildungsstätten. Aber auch da Fehlanzeige. Auch hier richten Sie sich ein in der auf Dauer gestellten Unterversorgung. Und das kann doch so nicht bleiben.
in der Bildung, das wird hier im Hause ja leider öfter mal vergessen, deswegen will ich es mal ganz deutlich sagen, in der Bildung geht es um die Entfaltungs- und Entwicklungschancen von jungen Menschen und nicht nur um den Fachkräftebedarf von Industrie und Handwerk. Und das Problem ist ja auch, dass dieser Fachkräftebedarf alle paar Jahre völlig anders eingeschätzt wird. Und die Schulabgängerinnen und Schulabgänger sollen sich dann dementsprechend mal in die eine oder in die andere Richtung dirigieren lassen. Jahrelang verbreiteten die Regierungsparteien wirklich Land auf Land ab die Klage von der zu niedrigen Akademikerquote in Deutschland. Wir würden abgehängt, hieß es, die Zukunftstechnologien würden abwandern, der Standort sei in Gefahr, alle an die Unis. Das war der Schlachtruf. Und jetzt wollen sie das Ruder wieder radikal rumreißen. Jetzt ist die Rede auf einmal von einer exorbitanten Studierneigung oder von dem absoluten Unwort Akademikerschwemme. Und sie trommeln für die duale Ausbildung. Was ehrlich gesagt diese beiden Kampagnen miteinander verbindet, ist, dass beide auf Kosten der Betroffenen ausgetragen werden. Es gibt weder genug ausfinanzierte Studienplätze noch genug Ausbildungsplätze. Und das ist ein Armutszeugnis für dieses reiche Land. Der Haushalt, den Sie hier heute vorlegen, enthält leider wenig bis nichts, was die erheblichen Probleme des Bildungswesens in der Bundesrepublik angehen würde. Und damit bleiben Sie vielen Menschen, die dringend auf politische Entscheidungen warten, einiges schuldig. Vielen Dank. Nicole Gohlke war das, die Sprecherin für Hochschule und Wissenschaft der Linksfraktion. Nächste Rednerin ist Katja Dörner, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ein riesiges Problem in unserem Land ist die fehlende Chancengleichheit in der Bildung. Längst nicht jedes Kind hat die Möglichkeit, seine Potenziale auch voll auszuschöpfen, und das ist schlecht. Es ist unsere Aufgabe, ein Bildungssystem zu gestalten, das es jedem Kind ermöglicht, sein jeweils Bestes zu entwickeln und auch sein Bestes zu geben. Das ist nicht nur für die Kinder gut, und ich finde, es ist auch ihr gutes Recht. Es ist für uns alle, für unsere Gesellschaft, für die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land gut. Und deshalb sagen wir Grüne ganz klar, der Bund darf sich hier nicht weiter wegducken. Der Bund ist ganz klar in der Pflicht. Wir wollen dieses vermurkste Kooperationsverbot dahin verbannen, wo es hingehört, nämlich in die Geschichtsbücher, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Jetzt soll es ja einen ersten Schritt für mehr Zusammenarbeit zwischen Bund und Bundesländern auch in der schulischen Bildung geben. Der Gesetzentwurf war ja schon in erster Lesung im Bundesrat. Insofern können wir uns wahrscheinlich auch auf die Beratungen freuen. Ich frage mich aber, warum bleibt dieser Schritt so zögerlich? Wenn wir das Grundgesetz ändern, dann doch bitte richtig, dann doch bitte mit einem mutigen Schritt, mit einem Kooperationsgebot zwischen Bund und Bundesländern. Wir brauchen nämlich endlich einen modernen Bildungsföderalismus. Wir brauchen eine Ermöglichungsverfassung. Und ich würde mir sehr wünschen, dass sich eine Bundesministerin an die Spitze dieser Bewegung setzt, die sowas einfordert. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder zu verankern. Herr Kaczmarek hat es auch gesagt, und ich finde das ein sehr, sehr gutes Vorhaben. Noch besser wäre es, wenn der Bund dann eben nicht nur die Kantinen bauen könnte, sondern auch pädagogisches Personal bezahlen könnte. Also bleiben Sie nicht bei einem ersten kleinen Schritt stehen, machen Sie es richtig, dann können Sie auch auf unsere Zustimmung zählen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich kann leider auch nach 100 Tagen nicht erkennen, wo Ministerin Karliczek in der Bildungspolitik hin will, und wo sie in der Wissenschaftspolitik hin will, bleibt leider auch schleierhaft. Ich kann nicht erkennen, dass sie die zentralen Themen, beispielsweise die Neuverhandlung des Hochschulpakts oder die Personalmisere im akademischen Mittelbau, ernsthaft und mit Elan anginge. Es ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel, dass die Mittel für den Pakt für Forschung und Innovation um 3% steigen, was natürlich eine gute Sache ist, während die Mittel für den Hochschulpakt nur verstetigt werden sollen. Die mangelnde Grundfinanzierung der Hochschulen ist ein Problem,
Und klar, das sehen wir auch so. Hier sind natürlich auch die Länder in der Pflicht. Aber der Handlungsdruck in dem Bereich ist doch viel zu groß für die wechselseitigen Schuldzuweisungen, die wir hier in dieser Frage erleben. Wir Grünen fordern deshalb ganz klar, dass die Mittel für den Hochschulpakt so dynamisch steigen, wie sie das für den Pakt für Forschung und Innovation tun sollen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Frau Ministerin, eines Ihrer Lieblingsschlagworte ist ja die Digitalisierung. Haben Sie heute auch wieder mehrfach verwendet. Die Digitalisierung ist ja nicht nur für die Schulen eine große Herausforderung. Sie wird die Art und Weise, wie wir arbeiten, komplett verändern. Sie wird Erwerbsbiografien komplett verändern. Einmal Gelerntes reicht ja schon heute nicht mehr bis zur Rente. Die Notwendigkeit, sich fortzubilden, sich weiter zu qualifizieren, sich eben auch beruflich komplett neu zu orientieren, die wird immer weiter steigen. Und das macht vielen Menschen Angst. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und deshalb sehen wir Sie, Frau Ministerin Karliczek, hier auch in der Pflicht. Wir haben in den Haushaltsberatungen erneut unser Modell der Bildungszeit Plus vorgestellt, ein neues Finanzierungsinstrument, eine Lohnersatzleistung, damit Menschen die Zeit haben und die Chance haben, sich Zeit für eine Weiterbildung oder eine berufliche Umorientierung zu nehmen. Dass Sie unseren Vorschlag nicht eins zu eins übernehmen, würde ich mal sagen, geschenkt. Aber machen Sie sich jetzt bitte endlich auf den Weg und machen Sie es schnell. Die Digitalisierung wartet nämlich nicht. Vielen Dank. Man weiß noch nicht, wo die Ministerin Karliczek steht, sagt Katja Dörner für Bündnis 90 Die Grünen. Nach ihr jetzt Stefan Kaufmann, CDU, CSU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Gohlke, und auch bei Ihnen, Frau Dörner, ist es angeklungen, wir täten nichts für die Hochschulen. Also, meine Damen und Herren hier im Hause, wir geben rund 3 Milliarden Euro in diesem Haushalt aus für die Hochschulen. Das sind zwischen 15 und 20%. Also zu behaupten, wir täten nichts in dem Bereich, ist wirklich fast schon lächerlich. Das muss ich an der Stelle auch mal betonen. Meine Damen und Herren, der vorliegende Haushalt 2018 ist ein Haushalt der Kontinuität. Er gibt, wie unser Koalitionsvertrag, ein klares Bekenntnis zur Fortschreibung der Erfolgsstory einer unionsgeführten Bildungs- und Forschungspolitik. Und mehr noch als durch diesen Übergangshaushalt wird dies dokumentiert durch das klare gemeinsame Ziel von Union und SPD, bis zum Jahr 2025 die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 3,5% des Bruttoinlandprodukts zu steigern. Hierfür wird der Bund bis zum Jahr 2021 zunächst zusätzliche 2 Milliarden Euro investieren, und dabei wird es nicht bleiben. Und diese Zahl ist eine Selbstverpflichtung, eine Messlatte für unsere Anstrengungen, Deutschland zusammen mit den Unternehmen noch innovativer und noch wettbewerbsfähiger zu machen. Denn die Konkurrenz, vor allem in Asien, sie schläft nicht. Im Gegenteil, sie droht uns zu überholen. Doch was nützt uns eine noch innovativere Wirtschaft, wenn die Unternehmen ihren Fachkräftebedarf nicht decken können, wenn die innovationsgetriebene Expansion an fehlenden Ingenieuren und vor allem auch an Facharbeitern scheitert? Und deshalb steht der Bereich der beruflichen Bildung im besonderen Fokus dieser Koalition und auch der Bundesregierung. Und deshalb werden wir weiter in die berufliche Bildung investieren. Die Ministerin hat hier ja einiges aufgezählt. Unter anderem werden wir 541 Millionen Euro für die Stärkung der beruflichen Bildung bereitstellen, meine Damen und Herren. Der Berufsbildungsbericht 2018, den wir neulich diskutiert haben, hat aber auch gezeigt, dass es einen großen Handlungsbedarf im Bereich der jungen Flüchtlinge gibt. Und deshalb ist es richtig, bei den Maßnahmen zur Verbesserung der Berufsorientierung im laufenden Haushalt 22 Millionen Euro der 97 Millionen Euro für Maßnahmen einzustellen, die sich direkt an junge Flüchtlinge wenden. Und ich darf Ihnen aus meinem Wahlkreis Stuttgart berichten, dass es dort Firmen gibt, die ohne Flüchtlinge ihre Ausbildungsplätze überhaupt nicht mehr besetzen könnten, beispielsweise bei der Firma Lab im Bereich der Maschinen- und Anlagenführer. Und deshalb sind alle Maßnahmen und auch die vielen Hilfsangebote, die wir den Unternehmen bei der Integration von Flüchtlingen machen, gut angelegtes Geld, meine Damen und Herren. Und vom Thema Flüchtlinge ist es dieser Tage natürlich nicht weit zum Thema Europa. Unsere nunmehr seit 13 Jahren andauernde Investitionsoffensive für Bildung und Forschung hier in Deutschland hat mittlerweile auch Europa angesteckt. Und dazu, das möchte ich hier an dieser Stelle noch mal ganz deutlich sagen, hat nicht zuletzt unser Haushaltskommissar Günter Oettinger beigetragen.
der für seinen aktiven Einsatz in Brüssel hier wirklich unser aller Dank gebührt. Er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass die Etats aufwachsen, rund 60% für den Bereich Horizon Europe in Forschung und Innovation und auch eine Verdopplung des Etats für Erasmus Plus auf nunmehr 30 Milliarden Euro, davon im Übrigen auch 5,23 Milliarden Euro für die berufliche Bildung. Auch das ist ein Erfolg, den wir Deutschland und unserem Kommissar hier zuschreiben können. Und meine Damen und Herren, gerade das Erasmus-Programm ist aus Sicht unserer Fraktion eine großartige Antwort auf die Herausforderungen, denen sich Europa derzeit nach innen und auch im weltweiten Wettbewerb gegenüber sieht. Denn wohl kein anderes Programm hilft gleichermaßen beim Aufbau eines neuen europäischen Bewusstseins junger Menschen als Bottom-up-Strategie. Und Stichwort weltweiter Wettbewerb, auch dem stellen wir uns, noch nicht angesprochen, die Internationalisierungsstrategie, die wir seit Jahren hier in Deutschland erfolgreich verfolgen. Im Haushalt 2018 konnten wir die Mittel für den Studenten- und Wissenschaftleraustausch nochmals steigern auf knapp 150 Millionen Euro, meine Damen und Herren. Und davon erhalten der DAAD rund 70 Millionen, die Alexander-von-Humboldt-Stiftung 66 Millionen. Beide Organisationen leisten eine ausgezeichnete Arbeit. Sie helfen auch beim Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen in vielen Ländern und sie bringen vor allem Botschafter für Deutschland in aller Welt hervor. Abschließend nochmals zurück zum Thema Innovation. Bereits im vorliegenden Haushalt arbeiten wir am eingangs erwähnten 3,5-Prozent-Ziel. Wir stellen den Pakt für Forschung und Innovation zusätzliche 232 Millionen Euro zur Verfügung. Und wir geben auch für die Hightech-Strategie zusätzliche 203 Millionen Euro aus. Hier wäre uns eine Neuauflage des Spitzencluster-Wettbewerbs besonders wichtig, denn ich bin fest davon überzeugt, dass Innovation zukünftig immer stärker in Themenbereichen regional fokussiert stattfinden wird. Und deshalb wollen wir das gerne auch unterstützen. Aber um das 3,5-Prozent-Ziel erreichen zu können, brauchen wir, es wurde angesprochen, notwendig auch die steuerliche Forschungsförderung. Wir wollen außerdem eine konsequente Stärkung des Wissens- und Technologietransfers anpacken. Und wir wollen das neue Instrument der Förderung von Sprunginnovationen entwickeln. Die Ministerin hat es angesprochen. Und ich hoffe sehr, dass wir dafür im Parlament auch eine breite Mehrheit finden werden. Aber das noch abschließend auch an die Kollegen der SPD gerichtet, sowohl für die steuerliche Forschungsförderung als auch für die geplante Agentur für Sprunginnovationen brauchen wir ein zügiges Bekenntnis des Bundesfinanzministers. Der Koalitionsvertrag ist hier eindeutig, der Handlungsdruck ist groß, wir als Union sind bereit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Kaufmann. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, René Röspel. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Jahr 2018 ist schon zur Hälfte rum und wir beschließen heute den Haushalt 2018. Endlich, das ist auch gut so, aber es ist tatsächlich keine solche Katastrophe, wie wir das von anderen Ländern kennen, dass Arbeit eingestellt wird. Und das liegt daran, dass alle Fraktionen mit Ausnahme von ganz rechts bis ganz links eben eine Sache in den letzten Jahren unterstützt hat, die deutschlandweit wirklich wichtig ist und Europa und weltweit sicherlich anerkannt ist. Deutsche Wissenschaftlerinnen, ich benutze mal heute nur die weibliche Form, können sich darauf verlassen, kontinuierliche Aufwüchse in den Jahren über den Pakt für Forschung und Innovation zu bekommen. Und das ist ein wichtiges Signal, dass unabhängig, ob es den Haushalt jetzt gibt oder nicht, eben Wissenschaft in Deutschland weiterlaufen kann und Forschung. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen. Dafür danke an alle, die daran mitgewirkt haben. Dass die FDP, Frau Beer, vielleicht jetzt gerade so knurrig war, liegt daran, dass Sie nicht Urheber dieser Institution sind, Pakt für Forschung und Innovation, sondern dass eine sozialdemokratische Forschungsministerin war 2005, zusammen mit den Grünen, die das auf den Weg gebracht haben. Ein ganz wichtiges Signal, weil es eben auch bedeutet hat, mit Sicherheit eben auch zu wissen, dass nächstes Jahr Mittel zur Verfügung stehen. Und deswegen kann die FDP vielleicht kritisieren, aber tatsächlich war es SPD und Grüne, die das Land vorangebracht haben. Und zur Kritik von Herrn Sattelberger aus der letzten Debatte. Es ist auch nicht mehr so wie zu FDP-Zeiten, dass es sozusagen sprichwörtlich so war, dass ein Laster mit Geld vom Helmholtz-Zentrum vorfuhr, das abkippte und sagte, nun macht mal was damit. Sondern tatsächlich hat eine sozialdemokratische Forschungsministerin Anfang der 2000er eingeführt, dass auch Helmholtz eine große Gemeinschaft von Forschungseinrichtungen wettbewerblichen Verfahren unterliegt. Das ist die sogenannte programmorientierte Förderung. Und alle 5 Jahre wird die evaluiert. Und die unterschiedlichen Einrichtungen müssen sich an
Programme zur Energie, Klima, Umwelt, Materie beteiligen im wettbewerblichen Verfahren. Das Geld gibt es nicht umsonst, sondern nur gegen gute wissenschaftliche Leistung. Und auch das ist ein Erfolg, den tatsächlich die SPD mit auf den Weg gebracht hat. Am Ende darf man, nicht am Ende der Rede, aber als Zwischenbilanz darf man sagen, dass die Wissenschaft in Deutschland gut aufgestellt ist und dass Wissenschaftlerinnen auch frei sind. Jeder von den jungen Leuten vielleicht, die ein Studium absolvieren wird oder andere, wenn sie einen guten Antrag haben, das einreichen, gut begründen können und exzellent ist, dann werden sie für diesen Antrag, für dieses Forschungsthema in Deutschland Geld bekommen. Und das ist eine große Stärke, dass man Geld bekommt, egal ob es der Politik passt oder nicht. Es geht allein um die Exzellenz dieses Antrages und es gewährt eine große Vielzahl unterschiedlicher Themen, die deswegen in Deutschland bearbeitet und beforscht werden. Wer sich mal die Liste der Max-Planck-Institute anschaut, fängt an mit Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik bis molekulare Zellbiologie. Und dann kann man das gut oder schlecht finden, aber es kann gemacht werden und ist ein so hohes Gut, dass es eine Vielfalt gibt und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland frei sind zu forschen, wenn sie es gut begründen können. Und dann gibt es allerdings auch die Möglichkeit der Politik zu sagen, ja, es gibt Bereiche, wo vielleicht mehr getan werden muss. Und wenn wir uns die Frage stellen, wird eigentlich genug an neuen Materialien der Zukunft gearbeitet, die vielleicht mal Stahl oder Eisen ersetzen oder Metalle? Wird genug im Bereich Gesundheitsforschung getan, weil vielleicht einige Bereiche nicht gut genug ausgestattet sind? Kinder- und Jugendgesundheit oder armutsassoziierte vernachlässigte Erkrankungen. Sind wir gut genug im Bereich der IT-Sicherheitsforschung aufgestellt? Dann tatsächlich kann Politik zum Beispiel über den Haushalt des BMBF einschließlich der Regierung sagen, okay, wir wollen diese Bereiche stärken und geben dafür mehr Geld aus. Und deswegen ist dieser Haushalt in diesem Bereich auch ein guter Erfolg, weil wir mehr für neue Materialien, für IT-Sicherheit, für Gesundheitsforschung und viele andere Bereiche ausgeben. Und wenn ich jetzt auch ein Lob an den Haushalt gemacht habe, so will ich die Kritik auch nachführen. Denn im Bereich tatsächlich künstliche Intelligenz gibt es eine Leerstelle, auch im Bereich der digitalen Arbeit. Und das ist vielleicht eben auch der Tatsache geschuldet, dass wir 3 Monate erst mit dieser Koalition am Werke sind. Und das ist unsere Anforderung auch an den Haushalt 2019. Und das haben Sie, Frau Ministerin, ja auch gerade gesagt, genau wie wir uns auf die Agentur für radikale Innovationen freuen. Und als letzten Punkt finde ich, die langjährigen Auseinandersetzungen kriegen wir mal 1 Million für Fachhochschulforschung mehr oder nicht. Und ich bin erstaunt, dass die AfD sich jetzt auf dieses Thema draufsetzt, denn ich erinnere an den parlamentarischen Abend, wo die Einlassung ihres Vertreters zu einem solchen Kopfschütteln bei den Rektoren geführt hat und Rektorinnen, dass alle entsetzt waren und klar war, es geht ihnen gar nicht um die Fachthemen, sondern nur um ein Thema, das ich gar nicht erwähne. Ich finde, wir sollten noch mal den Mut haben, denken auch im Bereich Sie der Fachhochschulen ein bisschen an die Redezeit. Okay. Fachhochschulen Kontinuität hineinzubringen und auch mal einen Pakt für Fachhochschulen auf den Weg zu bringen, damit sich auch die Fachhochschulen darauf verlassen können, jedes Jahr einen ordentlichen Aufwuchs zu kriegen. Vielen Dank und Entschuldigung. Die Rede von René Röspel war das für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Frauke Petri, fraktionslose Abgeordnete hier im Bundestag. Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frau Karliczek, Sie haben einen schönen Slogan ausgerufen, fit für die Zukunft. Eine ehemalige Ministerpräsidentin unseres größten Bundeslandes sagte dazu ähnlich, kein Kind darf zurückgelassen werden. Tatsächlich sieht die Bildungsrealität in Deutschland an vielen Stellen anders aus. Und da freut es mich, dass alle darüber nachdenken, wie man die Unterschiede zwischen den Bildungsstandards in den deutschen Bundesländern beseitigen kann. Ich frage mich nur, was die Kultusministerkonferenz in den letzten Jahrzehnten so getan hat. Denn es ist diese Institution, die den Bildungsföderalismus in unserem Land begleiten soll und dafür sorgen soll, dass die Unterschiede nicht zu groß werden. Insofern scheint mir der jetzt ausgerufene Digitalpakt oder der geplante Nationale Bildungsrat letztlich ein Notpflaster oder ein Placebo dafür zu sein, dass bestehende Institutionen seit Jahren ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Was fehlt und behindert gute Bildung an unseren Schulen, an Universitäten und Berufsschulen? Es sind eben gerade
Die divergierenden Bildungsstandards, zu große Klassen, zu viel Unterrichtsausfall in Kernfächern, marode Schulen, Integration und Inklusionsprobleme und ein Ungleichgewicht, ein wachsendes zwischen beruflicher Bildung und universitärer Ausbildung. Ja, nicht alles davon kann hier im Bundestag entschieden werden. Insofern ist das Nachdenken über eine Aufhebung des Kooperationsverbotes sinnvoll. Die Frage ist nur, ob damit diese Probleme gelöst werden. Denn wenn ich höre, dass die SPD als eines ihrer Ziele nun nach dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule ausruft, dann kann ich Ihnen nur sagen, dass Sie damit wieder einmal am Bedarf der Schüler, der Lehrer und der Kommunen vorbeiplanen. Denn Sie werden dadurch gute Hortbetreuung nicht fördern, Sie werden sie zerstören und Sie werden die Lehrer, die ohnehin überlastet sind, in ihrer Arbeit weiter behindern. Für manch andere sind es europäische Studiengänge oder die Förderprogramme für Chancengerechtigkeit. Frau Karliczek, ich glaube, bevor wir noch mehr Geld ausgeben, sollten wir mit einem eisernen Besen durch den Bildungshaushalt gehen und all die Förderprogramme abschaffen, die nichts gebracht haben. Was mir fehlt in Ihrem Haushalt, ist eine Evaluierungsmöglichkeit für die Wirksamkeit vieler seit Jahren bestehender Förderprogramme. Was wir stattdessen brauchen, ist die Verbesserung von Kernkompetenzen unserer Schüler in allen Schulformen, Lesefähigkeit, Textverständnis, Rechenkenntnis und vieles andere mehr. Und was wir auch brauchen, hinweg über alle Bundesländer, ist eine bedarfsgerechte Ausbildung von Absolventen, nicht nur bei Lehrern, sondern bei allen Studien- und Berufsabschlüssen. Das müssten wir tatsächlich leisten, wenn wir den Herausforderungen einer globalisierten Welt entgegentreten wollen. Das schaffen wir aber nicht. Was können Sie tun? Sie können meiner Ansicht nach, Frau Karliczek, mit Ihrem Ministerium vergangene Fehler korrigieren und Stabilität, vor allem Stabilität in der Bildung, an unseren Bildungseinrichtungen herstellen. Und dazu gehört unter anderem auch das Überdenken der Inklusionsrichtlinie, das Überdenken des Bologna-Prozesses und auch das Überdenken der Heraufsetzung von Ausbildungsgängen wie dem der Hebammen auf das universitäre Level. Es gibt gute Beispiele, warum dies unsinnig ist, warum dies nicht besser zu einer besseren Ausbildung führt und warum wir damit nicht weitermachen sollten. Tun Sie etwas, damit wir bedarfsgerechte Ausbildung, eine bessere Berufsorientierung unserer Schüler bekommen und damit wir das Geld, das Sie zahlreich einsetzen, tatsächlich so anwenden, dass dabei ein Maximum an Wirksamkeit herauskommt. Dabei haben wir noch eine ganze Menge Arbeit vor uns. Herzlichen Dank. Eine bessere Berufsausbildung verlangt Frauke Petri, die allerdings nicht im Bildungsausschuss, sondern im Ausschuss für Inneres und Heimat mitarbeitet. Nach ihr jetzt Tankred Schipanski, Sprecher für Digitale Agenda der Unionsfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir arbeiten in einem kooperativen föderalen System, in dem die Verantwortungsbereiche klar beschrieben sind. Und wenn ich auf den Verantwortungsbereich des Bundes schaue, kann ich ganz klar feststellen, unser Haushalt hat eine klare Botschaft: Wir übernehmen Verantwortung. Entscheidende Gestalter im Bereich der Bildung und Forschung sind aber laut Verfassung die Bundesländer. Und am 14. und 15. Juni trafen sich die in den Ländern verantwortlichen Minister zur Kultusministerkonferenz in Erfurt, der sogenannten KMK. Und dieses Treffen, meine Damen und Herren, hat erneut bestätigt, dass wir dringend einen nationalen Bildungsrat brauchen. Und zwar ganz bewusst als Gegengewicht zur KMK mit einer starken Stimme des Bundes. Die KMK ist nicht Reformmotor, das kann nur der neue Bildungsrat sein. Meine Damen und Herren, wir sind uns über Fraktionsgrenzen hinweg einig, dass wir einheitliche, verbindliche Bildungsstandards brauchen. Das konnte ich der Debatte in den letzten Monaten hier entnehmen. Und ich appelliere abermals an die Ministerpräsidenten, derartige Standards in einem Staatsvertrag verbindlich festzuschreiben. Weiteres Thema bei der KMK war der Digitalpakt Schule. Der Bund hat dazu einen klaren Fahrplan vorgestellt. Die Frau Ministerin hat uns das im Ausschuss erläutert. Und den Ländern wurde noch einmal bewusst, dass diese Finanzhilfe, die der Bund leisten will, auch an Pflichten von Seiten der Länder gebunden ist. Und für uns Fachpolitiker steht nunmehr die Grundgesetzänderung des Artikel 104c im Mittelpunkt. Und ich werbe ganz herzlich bei den Grünen und der FDP um Unterstützung für diese Grundgesetzänderung. Das wird das zentrale Projekt nach der Sommerpause sein. Und da kann die FDP ihren Mut zeigen, den sie hier immer wieder anfordert.
Weitere haushaltsrelevante Themen sind die Neuverhandlungen des Hochschulpaktes, des Qualitätspakts Lehres und des Pakts für Forschung und Innovation. Die Frau Ministerin hat bereits darauf hingewiesen. Zu allen drei Pakten haben wir ganz klare Parameter im Koalitionsvertrag vereinbart, und diese gilt es unbedingt zu beachten. Da in den Beratungen des Haushaltsausschusses die Grünen immer wieder geworben haben, insbesondere über den Hochschulpakt in eine Grundfinanzierung der Hochschulen einzusteigen, darf ich für meine Fraktion festhalten, dass wir dies nicht wollen. Das ist nicht die Aufgabe des Hochschulpaktes. Die Länder haben massive Steuermehreinnahmen. Darauf habe ich bei der ersten Lesung hingewiesen. Stichwort: Die Länderminister werden in der Presse als Dagobert Duck bezeichnet wegen ihrer hohen massiven Einnahmen. Und da dürfen die Bürger zu Recht erwarten, dass diese Länder auch in ihrem Verantwortungsbereich tätig werden und in Schule und Hochschule investieren. Für meine Fraktion ist zudem wichtig, dass bei der Mittelverteilung beim Hochschulpakt neue Kriterien gefunden werden. Die reine Studienanfängerzahl hat sich als untaugliches Kriterium entwickelt. Wir werben vielmehr für Parameter, die auch dem Bundesland Anreize geben, in qualitätsvolle Studienplätze zu investieren. Diese Thematik werden wir, denke ich, auch noch gemeinsam diskutieren. Nach Bildungsrat, Digitalpakt, Hochschulpakt will ich abschließend noch etwas sagen zu den Selbstbewirtschaftungsmitteln. Kollege Mayer, der FDP, hatte das vorhin schon einmal angesprochen. Die Kollegen Albert Rupprecht, Eckhard Rehberg und ich haben im Jahr 2012 ganz hart für das Wissenschaftsfreiheitsgesetz gekämpft. Dieses Gesetz war ein Meilenstein für die deutsche Wissenschaft. Und ich bedauere sehr, dass die Bundesländer nicht auch den Mut gefunden haben, ihren Hochschulen diese Freiheit und Eigenverantwortung zu geben. Es ist gesetzesimmanent, dass nunmehr Finanzmittel auch angespart werden können. Dass daraus der Bundesrechnungshof eine Überfinanzierung dieser Einrichtungen schlussfolgert, ist sinnwidrig. Mit Blick auf die Höhe der nicht verbrauchten Selbstbewirtschaftungsmittel erwarten wir einen Bericht vom BMBF und werden das konstruktiv mit dem Haushaltsausschuss gemeinsam gestalten. Ich wollte aber darauf hinweisen, dass es nicht unüblich ist und gesetzeskonform, dass wir diese Mittel haben. Ich werbe herzlich um Zustimmung für diesen Haushalt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Tankred Schipanski. Tankred Schipanski war das für die Unionsfraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Wiebke Esther für die SPD. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich gestehe, dass es mir nicht leicht fällt, nach den Ereignissen der letzten Wochen meine Rede zu beginnen, ohne auf das verantwortungslose und vorurteilsschürende Theater der CSU einzugehen. Aber wir wollen ja heute hier den Haushalt verabschieden, und wir wollen regieren auf Basis eines Koalitionsvertrages, der den Titel trägt: Ein neuer Aufbruch für Europa. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, CSU, wird uns nur gelingen, wenn wir gemeinsam auch Vorurteilen und Fremdenfeindlichkeit entgegentreten. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Aus dem Etat von Bildung und Forschung möchte ich dazu nämlich jetzt einen Punkt aufgreifen, der gar nicht im Rampenlicht steht, dessen Wirkung wir aber nicht unterschätzen dürfen. In den parlamentarischen Beratungen zum Haushalt hat mein geschätzter Kollege Sven Schulz für die SPD durchgesetzt, die internationalen Austauschprogramme für Studierende und Auszubildende deutlich auszubauen. Und um das klar zu sagen, das war hier eine parlamentarische Initiative, und zwar eine der sozialdemokratischen Abgeordneten. Und noch in diesem Jahr wird es darum eine Anschubsfinanzierung des Bundes von 500.000 geben, um speziell Studierenden von Fachhochschulen und jungen Berufstätigen mehr Möglichkeiten zu geben, fremde Länder und andere Kulturen kennenzulernen. Bis 2021 stehen dann jährlich 17,5 Millionen Euro zur Verfügung. Und das bedeutet für viele Studierende und Azubis, dass es eine echte Chance gibt, nicht nur um neue berufliche Perspektiven zu entdecken, sondern auch um in einer neuen Umgebung ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Denn
Die 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks hat gezeigt, während im Jahr 2016 18% der Studierenden an Universitäten im Ausland waren, kamen die Studierenden an Fachhochschulen nur auf einen Anteil von 12%. Noch krasser ist der Unterschied zu den Azubis. Der Anteil der Azubis mit Auslanderfahrung liegt nämlich nur bei 4,5%. Und das sind Zahlen, die zeigen, dass wir handeln müssen. Und das tun wir mit diesem Haushalt. Denn ein anderes Land kennenzulernen, andere Kulturen zu begegnen, historisch gewachsene Eigenheiten auch zu verstehen, das ist doch nicht nur eine Frage persönlicher Entfaltung, sondern wir sind überzeugt, das ist auch für das friedliche Zusammenleben der Völker eine unverzichtbare Gelegenheit, Menschen von Mensch zu begegnen. Und das sind letztlich die besten Mittel gegen Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit. Bildungs- und Forschungspolitik muss darum den Austausch und die Mobilität stärken. Dort, wo Staats- und Regierungschefs derzeit Mauern errichten, wollen wir als SPD Tore öffnen und Raum für Dialog geben. Wir sind überzeugt, dass Verständigung vor allem durch gegenseitiges Verständnis zu erreichen ist. Meine Damen und Herren, mit dem zusätzlichen Geld für das internationale Austauschprogramm kommen wir diesem Ziel einen wichtigen, großen Schritt näher. Ich möchte mich daher auch für die Unterstützung unseres Anliegens bei den Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU bedanken. Und zugegeben, auch wenn für den ehemaligen Auszubildenden Horst Seehofer dieses Programm zu spät kommt, bin ich mir trotzdem sicher, dass auch neue Generationen von Politikerinnen und Politikern von ihren Auslandserfahrungen profitieren werden. Herzlichen Dank. Soweit Wiebke Esther für die SPD. Als nächstes jetzt und als letzter Redner in dieser Debatte zum Bildungs- und Forschungsetat Wolfgang Steffinger, CDU/CSU. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gestern Abend den Film Die Lasershow hier vor dem Reichstagsgebäude angeschaut. Und ich muss sagen, ich war wirklich ergriffen zum einen über die Darstellung des Parlamentarismus und zum anderen aber auch, weil es mir vor Augen geführt hat, welche rasante Entwicklung in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten unser Land genommen hat. Welche rasanten Innovationssprünge wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Wir haben zurzeit Fußball-Weltmeisterschaft. 2006 hatten wir die Weltmeisterschaft in Deutschland. Und können wir uns noch daran erinnern, dass erst 2007 das iPhone auf den Markt kam? Also wir haben in den letzten Jahren wirklich sehr viele Sprünge erlebt und bei manchem Sprung, bei mancher Innovation kommt es einem vor, als hätte es diese Technik, diese Innovation schon immer gegeben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland gehört zu den führenden Innovationsnationen. Dank des Erfindergeists, dank kreativer Menschen in unserem Land und dank kluger Forschungs- und Entwicklungspolitik. Wir fördern Forschung für die Menschen. Und was heißt das konkret? Ich möchte den Medizinbereich mal etwas näher beleuchten. Dank der Forschung und Entwicklung, liebe Kollegen, konnte die Medizintechnik entwickelt und erforscht werden und wird heute angewandt. Viele Operationen sind heute viel einfacher, viel patientenfreundlicher als früher. Kleinere Eingriffe statt langer Operationen dank neuer medizinischer Geräte. Dank der Forschung konnten auch neue Wirkstoffe entwickelt werden. Neue Medikamente kommen auf den Markt und manche Krankheit ist heute heilbar oder zumindest beherrschbar geworden. Dank des medizinischen Fortschritts, dank diesem Fortschritt steigt unsere Lebenserwartung. Und wir sehen aber auch, dass die Volkskrankheiten immer mehr zunehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer von uns hat keinen Fall mit Krebsdiagnose im Familien-, Freundes- oder Bekanntenbereich? Wie viele Menschen leiden an Diabetes, an Demenz, an Herz-Kreislauf-Beschwerden? Ich sage ganz offen, ich weiß die Zahl nicht, aber ich weiß eines, wir fördern und wir unterstützen die Forschung in diesem Bereich.
Wir stärken die Forschung, liebe Kolleginnen und Kollegen, und es wird auch in diesem Haushalt deutlich. Die Koalition hat sich vorgenommen, den Volkskrankheiten den Kampf anzusagen. Und so haben wir in den letzten Jahren eine Reihe von Zentren zur Gesundheitsforschung aufgebaut. Wir fordern die Krebsforschung, die Diabetesforschung, die Herz-Kreislauf-Forschung, die Infektionsforschung und die Lungenforschung und noch vieles mehr. Und wir betten das alles ein in europäische und internationale Zusammenarbeit, um gegenseitig zu profitieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben auch eine Verantwortung in der Welt, auch im Bereich der Forschung. Und deshalb haben wir auch ein Forschungsprogramm für vernachlässigte Krankheiten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen, wie wichtig dieses Thema ist, gerade auch in den letzten Jahren, in den letzten Tagen auch noch mal, wie wichtig das Thema der Fluchtursachenbekämpfung ist. Und deshalb denke ich, ist das ein wichtiger Beitrag, den auch das Bildungs- und Forschungsministerium leistet, dass wir diesen Teil, den Bereich der vernachlässigten, der armutsassoziierten Krankheiten auch im Koalitionsvertrag aufgenommen haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Der vorgelegte Haushalt ist ein Zukunftshaushalt. Lassen Sie uns die Herausforderungen mutig und entschlossen angehen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, soweit die Rede von Wolfgang Steffinger für die Unionsfraktion, der hier sich noch mal ausgesprochen hat für die Medizinforschung. Er war der letzte Redner in dieser Debatte zum Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der jetzt abgestimmt wird. Und wie wir es schon bis jetzt immer erlebt haben, die Große Koalition mit ihrer Mehrheit stimmt für den Haushalt. Alle Oppositionsfraktionen, AfD, FDP, Grüne und Linke, dagegen. Mehrheit ist Mehrheit, so war es bis jetzt die ganze Woche, so war es auch bis jetzt in den anderen Abstimmungen. Insofern ist also auch dieser Etat beschlossen.